Geht da einer ins Wasser? Seht ihr das auch? Da geht einer ins Wasser. Hallo? Bist du lebensmüde? Was macht der da? Er behartet. Ludwig, was machst du hier im Wasser? Have a good day. Warte mal, könntest du mal einen Schritt zur Seite gehen? So, wir können jetzt noch weiter ins Wasser halten. Okay, alles klar. Er pinkelt, du störst ihn. Naja, gut. Wie jeder hier seine Freizeit verbringt, das kann jeder selbst entscheiden. Okay, alles klar. Das ist unser Dorf. Das ist unser neu bezogenes Wohnhaus. Sieht noch ein bisschen hässlich aus, muss noch verputzt werden, können wir noch nicht. Hier haben wir so einen kleinen Platz angelegt, der sieht auch noch hässlich aus, können wir aber noch nicht so richtig schicker machen. Hier sind zwei weitere Wohnhäuser, wir sind insgesamt 6 Einwohner. Das soll sich auch in dieser Runde noch verändern. Die werden über kurz oder lang nochmal wieder abgerissen und mit Stein durch Steinhäuser ersetzt werden. Hier haben wir unser Materiallager, Jagdhütte, Holzhütte. Was ist das nochmal? Achso, normale Werkstatt. Das ist unser... Hier haben wir angefangen, unser erstes Feld zu bebauen. Ich weiß gar nicht, hier haben wir irgendwas nachgesicht. Ich glaube nochmal Kohl, bin mir nicht ganz sicher. Hier ist unser Nahrungsmittellager und hier ist unsere Scheune. Das ist das, was wir im Moment gebaut haben. Ich zeige euch kurz... Ja, das sind die 6 Leute. Wir haben einen eingesetzt als Handwerker, beziehungsweise das können wir auch hier mal zeigen. Nur, dass ihr einmal kurz einen Überblick habt, was hier gerade gemacht wird. Also, am Brunnen wird Wasser geholt, das wird gearbeitet. Am Holzschuppen wird Holz und Bretter gemacht. In der Jagdhütte wird das Übliche hier gemacht, außer Trockenfleisch. Weiß gar nicht, ob sich das lohnt. Könnte man vielleicht auch nochmal überlegen. Landwirtschaft arbeitet keiner im Moment. Das machen wir selber. In der Werkstatt läuft unsere Eimerproduktion. Wir sind berühmt für unsere Eimer. Und das war's im Prinzip. Das machen die Leute. Ihr seht es hier. Okay, ich habe mal das schon mal gecheckt. Also die ganzen Einstellungen, was wie wo produziert wird, ist erstmal soweit in Ordnung. Wir haben es Sommer. Es ist, glaube ich, gerade auch Sommeranfang. Ne, ist schon Tag 2 im Sommer. Das ist Quatsch, was ich erzähle. Wir haben hier 3 neue Quests. Die sollten wir auf jeden Fall irgendwie abgreifen. Und wir haben eine Alvin-Quest und wir haben auch noch eine Hauptquest. Aber ob ich die heute mache, weiß ich noch nicht. Aber die Alvin-Quest, die ist auch in Gostovia, die sollten wir angehen. Ansonsten haben wir zuletzt auch ein bisschen was Neues gelernt. Wir können neu bauen, ich sag's jetzt mal, was wir noch nicht gebaut haben. Ein Grabungsschuppen. Damit können wir Stein, Stroh, Kalkstein und Ton organisieren. Das ist natürlich wichtig. Wir können eine Kräuterhütte, das finde ich jetzt vielleicht auf den ersten Blick noch nicht so super wichtig. Wobei irgendwie so Heiltränke ist natürlich auch nett zu haben. Das können wir neu bauen. Wir können neu bauen eine Küche und eine Schmiede. Und das ist auf jeden Fall, also ich tendiere im Moment dazu, als nächstes die Küche zu bauen und den Grabungsschuppen, damit wir so weiter die Basics auch hier ranbekommen. Und Küche, auch wegen Rezepten, das kann man, glaube ich, auch ganz gut verkaufen, würde ich sagen. So, außerdem brauchen wir neue Leute. Und ich würde auch gleich gerne 4 Leute holen, damit wir zum Beispiel dann die Küche und diese Grabungshütte auch gut besetzen können. Keine Ahnung, wie viel da arbeiten können, steht leider hier nicht. Aber dafür brauchen wir dann auch noch mal wieder 2 neue Häuser. Das heißt... Eigentlich müssten wir jetzt als nächstes, das wäre der Plan, 2 neue Wohnhäuser bauen, plus Küche, plus Grabungsschuppen. Und dann müssten wir irgendwas craften, was wir schön verkaufen können. Und dann müssten wir in den Ort gehen und dort verkaufen, die Quests machen und die Leute holen. Das ist so ein bisschen der Plan, den ich jetzt hier geschmiedet habe für das, was wir hier zuerst machen wollen. Ja, diese Quest mit den 15 Gebäuden, das ist jetzt erstmal nicht so entscheidend, das werden wir ja automatisch irgendwie erfüllen. Ich gehe nochmal hier rein, weil da wird pausiert und guck mal, was der Chat dazu sagt.
Was fehlt uns, um die Häuser zu verputzen? Ja, das ist nochmal eine gute Sache. Was können wir hier alles machen? Also, wir müssen jetzt auch mal irgendwie, wir brauchen mehr Geld, um die ganzen Schemata freizuschalten. Weil eigentlich will ich alles machen können. Was wir vielleicht mal machen können als erstes, ist das Holzlagerfeuer, um diesen Dorfplatz irgendwie zumindest ein bisschen besser zu gestalten. Wir gucken mal. Diese Kräutersachen sind im Moment noch nicht interessant. So, dann bei der Scheune hier, Tonbewurf. Dafür brauchen wir aber Stroh und Ton. Ich habe in der Nähe noch kein Tonvorkommen gefunden. Das heißt, Ton werden wir vermutlich durch dieses Gebäude, was ich da bauen will. Wie hieß das nochmal? Lager, Grabungsschuppen. Da werden wir vor allem Ton erstmal uns her besorgen, damit wir diesen Tonbewurf machen können. Mehl müssen wir, glaube ich, noch nicht freischalten. Was wir aber auch freischalten sollten, ist teilweise Hirnkram, weil wir das zum Kochen brauchen. Holzteller zum Beispiel. Hölzerne Fiole. Nee, die ist nur für Tränke relevant. Zum Verkaufen ist die nicht gut. 3 Silber ist ja nicht viel. Dann will ich auf jeden Fall Rezepte hier freischalten. Wir können zum Beispiel Fleisch mit Soße machen. Zwiebel haben wir geerntet, gebratenes Fleisch besitzen wir. Dazu brauchen wir Holzteller. Und wir können Kohlsuppe machen. Dazu brauchen wir Holzschalen. Das kostet 50, das kostet 40. Das können wir sicher auch ziemlich gut verkaufen oder halt selber essen. Also das sind so die beiden Essensorten, auf die ich jetzt so ein bisschen abziele. Jo, du willst doch Steinhäuser bauen. Warum dann Tonbewurf? Weil man auch doch, also habe ich es richtig verstanden? Aber die Steinhäuser, die kann man doch mit Tonbewurf bewerfen, oder? So habe ich das zumindest bisher verstanden. Wir gucken mal, wir zücken mal. Hä, wo habe ich das Ding? Wir können doch jetzt hier Reparatur verputzen. Ich könnte doch jetzt verputzen. Steinwand, Kalkstein. Ah, Kalkstein brauche ich dazu. Kalkstein ist noch was anderes. Ah, okay, alles klar. Na gut, dann hat sich das schon erledigt. Dann brauchen wir den Tonbewurf erstmal nicht. Danke für den Hinweis. Man kann die Häuser auf Stein upgraden. Das glaube ich nicht. Das bezweifle ich mal stark. Wir gucken mal. Geht das? Können wir die Häuser upgraden? Auch das werden wir gleich mal prüfen. Reparatur, verputzen, Putz entfernen, zerstören, Gebäude. Warte mal. Dekorieren. Wand. Ah, es ist auch neu mit dem Deko-Kram, ne? Upgraden geht, aber nur, wenn man die Mauern zuerst einreißt. Sagt mir, kann man dieses Holzhaus in ein Steinhaus umverwandeln? Ich glaube nicht, oder? Geht das? Baumodus, Reparatur, verputzen, Putz entfernen, Gebäude. Du musst die Wände, Dächer vorher abreißen und kannst das Material wieder wechseln. Ah, okay, alles klar. Gut, also bevor wir das machen, sollten wir dann aber diesen Perk haben, wo man Material rausbekommt. Okay, zerstören und neu einsetzen. So, jetzt hier nochmal dieser Fall mit diesem nicht ganz hübsch gewordenen Platz. Jemand hatte gesagt, wenn man diese Wege wieder entfernt, dann würde jetzt so eine Erdfläche entstehen. Ist das richtig? Weil das wäre eine ganz coole Sache eigentlich. Kann man das so zerstören? Schotterweg? Wir können es ja mal ausprobieren. Nein, es ist falsch. Die Pflanzen kommen wieder zum Vorschein. Okay, alles klar. Damit hat sich das erledigt. Dann lasst mich mal bauen. Lasst mich mal diesen Weg wieder ersetzen. Okay, alles klar. Pflanzen. Okay, was wir mal machen könnten, wir könnten mal dieses... In der Mitte mal, ich weiß gar nicht, das Holzlagerfeuer, ich hätte geschwören können, dass wir das schon bauen können. Aber wir werden mal dieses Schema kaufen und werden das mal hier in die Mitte packen. Später kommen dann nochmal Bänke dazu. Wo finde ich das jetzt wieder? Das ist die große Frage. Ist das nicht hier immer gewesen? Nee, Handarbeit, Gebäude, Zäune, Gatter.
Hier, Dekoration, Lagerfeuer. Holzlagerfeuer. Ah, okay. 8 Brennholz und dann geht das. Wir müssen eh ins Lager, weil ich ein bisschen was abladen muss. Das ist das Erste, was ich mal mache. Hier ein bisschen sortieren und aufräumen. Also Holzstämme wollen wir nicht haben. Die Federn können weg. Steine können weg. Stock kann weg. So, Brennholz. 8 waren gewünscht. Die nehmen wir mal rüber. Oh, jetzt habe ich alles genommen. Warte mal. So. Bestätigen ist F. Okay, alles klar. Gucken wir mal. Nicht, dass wir da immer Brennholz nachwerfen müssen. Lagerfeuer, Holzlagerfeuer. Das sieht ja erbärmlich aus. Es gibt Hindernisse. Was? Ich kann das... Ah, warte. Hier ging's. Ja, wie gemütlich. Okay, das sieht einfach nur scheiße aus. Naja, gut. Da werden wir nachher noch Bänke rummachen und so. Dann sieht es vielleicht ganz gut aus. So, muss ich noch ein bisschen was sortieren. Diese Schönheit, ja. 8 Holzscheite. Ja, ich dachte, es wäre so ein Lagerfeuer, wie immer in den Dörfern ist. Ich glaube, ich habe hier noch was dabei, was hier reingehört. Nämlich Tollkirsche. Verdorbenes. Ne, warte mal. Verdorbenes ist doch Handwerksmaterial, oder? Ne, gehört auch ins Nahrungsmittellager. So. Und 51 Zwiebeln. Die wollen wir hier auch mal lassen. Und was ich... Fällt mir ein... Das müssen wir jetzt nicht machen. Aber das Saatgut würde ich gerne gesondert lagern. Okay, wie sieht's aus? Wir tragen ganz schön viel bei uns rum. Ich würde mal sagen, die Kupferaxt... Ach nee, die brauchen wir. Mit der wollen wir jetzt hauen. Ja, der Rest ist okay. Gewicht 16 von 55. Gut, dann machen wir uns an die Arbeit und bauen... Ja, was bauen wir zuerst? Wir machen es mal ein bisschen abwechslungsreicher, oder? Ach nee, eigentlich effizienter wäre es, wenn wir zuerst die Steinhäuser bauen und dann die Küche und dann den Rest. Vielleicht nochmal ein kurzes Wort dazu, wie ich das jetzt anlegen möchte. Also, meine Idee ist, dass wir jetzt hier so eine Art Kreis machen. Hier an diesem Weg rangehen. Und an diesem Weg entlang so immer sich gegenüberstehend Wohnhäuser machen. Während im Innenbereich dann... Arbeitsgebäude sind. Warum auch immer, das folgt jetzt keiner besonderen Logik. Aber zumindest die haben hier einen schönen Blick auf den See. So, das wäre die grundsätzliche Idee. Und hier machen wir weiter mit den Feldern und Viehweiden und was da möglicherweise alles noch kommt. Jo. Eine Küche, ja, wir können auch zuerst die Küche bauen. Auch möglich. Am besten, ja, wir müssen sowieso erstmal Holz hacken. Es wird alles jetzt eine Heidenarbeit. So, ich würde sagen, wir werden jetzt... Kann man den Weg eigentlich bauen, wenn da noch Bäume im Weg wiederum sind? Und kann man eigentlich einebnen? Hatte ich das schon mal gefragt? Ich glaube nicht, ne? Wir probieren erstmal aus, wie das aussieht mit dem Weg. Kann man den Weg durch die Bäume machen? Nein. Ja, nicht richtig. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal zur Axt greifen. Also jetzt beginnt der Grind, Leute. Wir müssen noch ein bisschen hier frei hauen. Achso, ich bin immer noch bei Schotterweg, alles klar. Einebnen geht leider nicht. War das schon immer so, dass da noch... schaut mal, dass diese... Guck mal, sah das schon immer so aus? Oder ist das neu? Das kommt mir irgendwie so neu vor. Bin mir aber nicht sicher. Waldsterben ist das nicht. Die Bäume sterben für eine gute Sache. Okay, den haben wir schon. So,
So, aber ich will natürlich hier nicht unsinnig fällen. Wir müssen mal gucken. Irgendwann werden wir dann einknicken. Aber ich glaube, diese drei müssen auf jeden Fall noch gefällt werden. Und dann sehen wir weiter. Ja, ich finde tatsächlich auch, dieses Holzhacken ist eine sehr befriedigende Tätigkeit. Es beruhigt ungemein. Vor allem, wenn man nicht über die Stämme rüberspringen kann. So, okay. Dann packen wir noch die Schaufel aus. Man müsste jetzt, was cool wäre, wenn man noch seinen Dorfbewohnern, wenn man einen abstellen könnte, so als Träger. Der müsste jetzt den Passlack spielen und der müsste jetzt rumlaufen und hinter uns her den Wald dann aufräumen. Ja, die Stämme machen einen, Gott sei Dank schädigen einen nicht, wenn sie fallen. Das ist ja bei Valheim zum Beispiel anders. Aber finde ich auch ganz angenehm, wenn das nicht so schlimm ist. Gut, dann räumen wir erstmal das hier alles aus dem Weg, bringen es ins Lager und dann planen wir mal mit dem... Ah, okay. Hier fehlt doch noch was. Dann planen wir mal die Wege weiter. Wir sind jetzt schon schwer beladen, aber können wir noch ein bisschen was nehmen, ne? Eigentlich durch diese, warte mal, die ganzen Baumaßnahmen führen eigentlich dazu, dass im Moment keine Holzstämme geschlagen werden müssen von den Arbeitern, weil das kriegen wir ja alles hier quasi mit. Auch Stöcker und so. Das könnten wir eigentlich direkt nochmal verändern, den Produktion. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu kleinteilig gedacht ist, aber wir machen das mal. Holzschuppen. Und zwar, wir brauchen keine Baumstämme. Die können sich jetzt komplett auf Bretter eigentlich konzentrieren. Kann man das irgendwie schneller machen? Muss ich jetzt einzeln klicken? Ah, draufbleiben, okay. Ja, und natürlich ohne Stämme keine Bretter. Aber was machen wir denn jetzt hier gerade? Das ist doch der Gag. Wir werden jetzt hier eine ziemlich große Fläche abholzen. Und bringen jetzt halt ohne Ende Stämme ins Lager. Ne? Kapitsche? Das ist der Hintergedanke daran. Das heißt, im Moment brauchen die eigentlich nicht auch noch für Stämme zu sorgen. Die verbaue ich wieder. Ja, 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 wir machen ja vor allem... Ah, den habe ich schon. Wir machen ja vor allem jetzt Steinhäuser. Vielleicht schätze ich das falsch ein. Gut möglich. Ist mal ein Experiment. Ehrlich gesagt, vermutlich, naja, das betrifft ja eigentlich jetzt auch nur eins, höchstens zwei Arbeitstage. Ja, wobei, der Unterschied ist schon so 20 Bretter möglicherweise. Ich weiß nicht genau. Ne, 10 oder 12 machen die am Tag. So, das wären erstmal die Holzstämme. Da haben wir noch einen. Ah, die Beeren, die sind jetzt auch reif. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, ich habe Inventar ausgeleert und ich wollte hier jetzt ein Haus planen. Genau. Kann ich das noch? Beherrsche ich es noch? Gebäude, Häuser, einfaches Haus. Es geht natürlich los erst mit 8 Stämmen. Okay, alles klar. Habe ich natürlich nicht mitgebracht. Das schreit nach einem Experiment-Stream. Dafür brauche ich keinen Stream, da brauche ich ja einfach nur den Router angucken. Das ist insofern nicht ganz so schwer. Nicht alles, sondern nehmen wir mal 10 mit oder so. Und platzieren das Ganze.
Wenn du irgendwas von den PCs mit Mehrfachsteckern verbunden hast, kann alles Mögliche damit machen. Ja, tatsächlich. Der Router ist an einem Mehrfachstecker, ja. Mit einem anderen Gerät. Aber, das sollte eigentlich nicht so viel machen. So. Haus, einfaches kleines Haus. So, aber ich wollte weiter weggehen. Ah, warte mal. Warum kann ich jetzt nicht rauszoomen? Das ist ja auch doof. Wir müssen mal ein bisschen Abstand gewinnen. Nochmal das Ganze. Und was behindert das? Oh, das passt hier aber ganz gut hin. Wir können über den Stein bauen, das ist okay. Wie gesagt, ein bisschen Abstand vom Bürgermeisterhaus, weil wir das noch irgendwann größer bauen werden. Der Weg ist hier, wo ich stehe. Es kann also noch näher an den Weg ran. So, oder wollen wir es schon? Wir werden es schon mal leicht anschrägen, weil wir dann in so eine Kurve gehen wollen. Das ist ganz gut. Ja, das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Wo wir dabei sind, können wir dann auch gleich schon mal den Weg nochmal verlängern. Und zwar, der geht dann hier so schon mal leicht geschrägt, stößt er an den anderen Weg ran. Sehr gut. Und wo wir eigentlich gleich dabei sind, könnte man das gegenüberliegende Haus gleich auch vorbereiten. Dann bauen wir das insgesamt. Also hacken wir erstmal wieder. Da lassen wir frei. Vielleicht brauchen wir gar nicht so viel weghacken. Wir müssen es auch nicht unbedingt genau gegenüber bauen. Wir können ja auch ein bisschen großzügig sein. Wir haben ja hier den Platz. Ja. Dann nehmen wir erstmal nur... Also was heißt großzügig? Wir können ein bisschen nicht symmetrisch werden. Das sieht ja dann auch viel natürlicher aus. Oder man will hier später irgendwie eine Kneipe hinbauen. Ach, dann können wir das auch noch umbauen. Wir lassen es erstmal so. Und hier kommt das nächste hin, aber wir nehmen die Baumstümpfe erstmal ab. Ja, klar. Muss halt noch eine Leitung, noch ein Stromkreis neu gemacht werden. Ist ja einfach nur einen neuen Sicherungsschalter anklemmen. Das ist kein großer Akt. Aber wenn es wirklich daran liegt, aber das muss ich erstmal. Ist nur eine These. Ich habe es ja noch nicht. Hab's ja noch nicht endgültig herausbekommen. Das wäre zumindest eine einfache Lösung, fast noch. Als wenn es wieder irgendein verdammtes Routerproblem ist. Gut. Das sind jetzt schon die Holzstämme, die wir brauchen für das nächste Haus. Wenn wir die anderen Gebäude vielleicht in der Zeit jetzt noch nicht bekommen, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir die beiden erstmal bauen und dann runter ins Dorf gehen. Weil ich würde gerne schon in dieser Jahreszeit gerne diese Quests da noch erfüllen. Ich weiß nicht, ob die vielleicht weggehen oder so. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Gut. Halt, vorher rauszoomen. Ein bisschen hiervon ab, würde ich sagen. So, und leicht angeschrägt. War da immer so eine... Ach, ja, okay, die Treppe war da immer, ja. Aber die Treppe geht jetzt an der Seite raus. Ist das irgendwie komisch? War das hier auch? Habe ich jetzt das falsche Haus gebaut? Das sieht doch hier anders aus. Ah, Treppe wird ans Gelände angepasst. Eingang Richtung Brunnen? Nö, das will ich nicht unbedingt machen. Das ist hier schon so okay. Wenn also die Eingänge sich gegenüberstehen, finde ich das besser. So, jetzt wird es echt schon Abend, ey. Wahnsinn.
Gut, aber vom Grundsatz gefällt mir das. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt alles brauchen. Wir brauchen natürlich Holzstämme. Ich werde mal erstmal die ganzen Holzstämme verbauen. Und dann gucken wir, wie viel Steine wir benötigen. Das wird denn der eigentliche Grind, das Steine sammeln. Wie viele Holzstämme können wir so tragen? 20? Habe ich schon wieder vergessen. 21? Wir tragen zu viel. Oh ja, mit Abstand zu viel. Aber vielleicht können wir uns das... Oh nee, das ist zu lang. Das geht nicht. Das geht gar nicht. 27 habe ich jetzt auch am Start. Wie viel haben wir jetzt? Mal so merken, 16. 16 können wir ganz gut tragen. Ja, die Zeit geht ein bisschen zu schnell. Ja, ja. Ich meine, man kann sich ja auch, man kann das ja auch einstellen. Halt, wir müssen ja erstmal noch definieren, wie wir es haben wollen, ne? Wobei, das ist ganz okay. Damit schöner Blick raus auf See, das kann also bleiben. Aber die Wände müssen wir ja noch bearbeiten. Das habe ich ja ganz vergessen. Wand mit Fenster. Stein. Ach Gott. Quatsch. Wand mit Tür. Steinwand mit Tür. Wir brauchen hier gar kein Holz, oder? Das war wieder eine Stussaktion. Doch, Holz brauchen wir ein bisschen. Dass das nicht irgendwie noch schon vereinfacht wird, weil das ist doch ein bisschen lästig, dass man das hier einzeln einstellen muss. Vor allem, das ist auch echt ein Fehlerquelle. Kann man sich wirklich leicht mal verklicken. Das Problem ist, wenn man die Jahreszeiten länger macht, dann kommt man immer schwerer in die Situation, dass man wirklich eine Dynastie erlebt. Das heißt, dass die eigenen, dass man selbst stirbt und die Kinder übernehmen die Sache. So war es das? Oder muss ich hier oben das auch noch verändern? Flechtwand, ja, tatsächlich. Steinwand. Und dann ist die Frage noch mit dem Dach, ne? Wir haben das Holzdach da gemacht. Na komm, wir können schon mal anfangen zu bauen. Dann sind wir nicht mehr so langsam. Jetzt ist die Frage, wollen wir, also wir haben ja bei uns, weil unser Haus war es uns wert, haben wir ein Holzdach gemacht. Gibt es jetzt rein von der Wärmedämmung im Spiel einen Unterschied zwischen Holz oder Strohdach? Wie ist das? Ja genau, wäre gut, wenn man Holzhaus, Steinhaus auswählen könnte. Ist ein Unterschied. Okay. Ja, was heißt umso besser? Also ist Stroh, würde ich ja jetzt nicht unbedingt als schlechter als Holz bezeichnen. Okay, also zusammengefasst, ein Holzdach ist besser als ein Strohdach. Gut. Ich sehe gerade, wir hätten da noch den hölzernen Dachboden bauen können. Aber wir haben keine Holzstämme mehr. Okay. Die Wartung ist nicht so häufig wie bei Stroh. Und höhere Stimmung. Na gut, dann werden wir das auch alles mit Holz machen. So, dann werde ich jetzt aber noch die Änderungen hier einführen. Einmal rumgehen. Okay, alles in Stein geändert. Hier oben müssen wir noch ebenfalls in Stein ändern.
Und da auch. Und dann, tja, dann müssen wir die Dachfläche irgendwie noch anpassen. Und dann gehen wir vielleicht erstmal ins Bett oder so. Ah, ich sehe gerade, okay. Rieddach, Holzdach, Holzschindeldach. Hat eine moderate Haltbarkeit, da wird es mir auch gesagt. Hat die höchste Haltbarkeit und Wärmedämmung. Dazu brauchen wir eine Menge Bretter. Können wir uns das schon erlauben? Ich meine, wir können natürlich Bretter herstellen. Wie schätzt ihr das ein? Ist das zu fett jetzt für die beiden? Was haben wir denn hier gebaut? Ist das das Tolle? Ich glaube, bei uns haben wir das Tolle, ne? Dach mit Holzschindeln, ja. Wie seid ihr drauf? Wollen wir es gleich richtig machen? Oder gibt es demnächst noch bessere Häuser? Oder ist das schon ein sehr guter Standard? Oh ja, ich muss essen, Leute. Ganz dringend. Guter Hinweis. Wir pfeifen uns ein bisschen gebratenes Fleisch rein. Und ein paar Beeren. Boah, reicht doch nicht mal, um satt zu werden. Okay. Dann müssen wir noch ein paar mehr nehmen. Fleisch haben wir genug. Wir müssen auch ein bisschen braten. Oh Gott, oh Gott. Ja, dann nochmal 10. Das grenzt an ASMR, ja. Okay, trinken tun wir auch noch. Tja, ich bin immer noch unsicher jetzt. Die Frage haben wir jetzt noch geklärt. Ich würde gerne die Planung zumindest da jetzt abschließen. Oder eigentlich müssten wir die Häuser... Ach, das ist... Ah, wir sind am zweiten Tag. Und ich will ja die Quests noch machen. Das heißt, ich... Aber ich kann noch keine Leute einladen, wenn wir die Häuser noch nicht fertig haben. Das ist ein Dilemma. Dann machen wir es zumindest so, dass wir zwei Leute einladen und ein Haus fertig bauen. Müssen wir vielleicht eine kleine Nachtschicht einlegen. Wenn man die Küche baut, dann können Dorfbewohner auch braten, ja. Das Schweigendilemma. Die Leute sind immer sehr langsam. Ja, aber sie verlieren sofort, das haben wir ja gesehen, sie verlieren sofort, auch wenn sie im Dorf sind, verlieren sie Zufriedenheit. Und ja, muss man ja nicht machen. Okay, dann werden wir erstmal nur Holzdach machen. Der Bürgermeister hat dann erstmal das bessere Haus. Gut, dass ich auf Bretter umgestellt habe. Okay. So, und dann brauchen wir natürlich ordentlich Steine. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Wir nehmen jetzt... Wir gucken mal, was wir noch an Stein... Steine haben wir, glaube ich, nicht viel. Aber wir nehmen jetzt mal alles, was wir an Brettern haben. Das müsste auf jeden Fall schon mal reichen. Was haben wir an Stein? Nur 5. Okay, Stein ist das große Thema. Ja... Ich habe jetzt leider nicht genau geguckt, was wir benötigen. Gewicht 41. Das könnten wir theoretisch sogar fast alles nehmen. Ich nehme alles mit. Verbauen wir erstmal die Bretter. Und dann gucken wir, wie viele Steine wir brauchen. Und gehen wir nochmal auf Steinsuche.
Ach, verdammt. Okay, wir brauchen auch noch Holzstämme. Ja gut, da müssen wir noch genug haben. Ob man Sternbilder am Himmel sieht, ist eine gute Frage. Okay, so, das wären die Bretter erstmal. Drinnen brauchen wir keine Holzstämme mehr. Hier brauchen wir noch drei. Das ist, glaube ich, alles ein Dachstuhl, ne? Okay, das heißt 3 plus 1 sind 6. Das heißt 9 Holzstämme und dann Holz. Das ist das, was wir jetzt haben wollen. So. Was sagte ich? 9. Der Rest Stein. Ich tüdel schon wieder vor mich hin. Mit der Spitzhacke kriegt man aus dem Brocken auch Stein raus, ne? Was mache ich jetzt? So, also Dach steht erstmal. So würde man das vielleicht auch sogar bauen. Erst die Rahmenkonstruktion, dann das Dach und dann den Rest. Insofern schon ganz authentisch gelöst. Haben wir auf jeden Fall noch eine schöne andere Dachform. Oh, die sieht ja wirklich deutlich grobschlächtiger aus als unser Haus. Aber man muss auch... Es muss sich ja auch ein bisschen unterscheiden. So, das ist auch schon fertig. Okay, also was brauchen wir jetzt? Wir haben ein paar Steine, haben wir ja noch. So. Ja, natürlich. Jetzt geht auch noch der Hammer kaputt. So, den müssen wir erstmal neu machen. Holzhammer. Ein Stamm. 10 Stöcker. Stöcker haben wir genug dabei. Brauchen wir noch einen Stamm. Da müssen wir zurückgehen. Das heißt, ohne den sehen wir auch nicht, was wir an Stein brauchen. Wie großartig. Haben wir noch einen Ersatzhammer hier bei uns? Unsere Frau schläft bestimmt schon, ne? Die stören sie. Wir müssen heute eine Nachtschicht einlegen. Hilft nichts. Nee, haben wir nicht. Hallo? Tür. Nicht aus allen Brocken bekommt man Stein, habe ich letztens festgestellt. Habe ich das echt festgestellt? Ist ja ein Ding. So, Handarbeit. Holzhammer. Warum hat den 9 dann nicht irgendwie gleich wieder automatisch... Also wenn man ihn, glaube ich, im Inventar hat, dann ersetzt er ihn, ne? Ansonsten halt nicht... Wäre auch schön, wenn das gemacht werden könnte. So, wir zählen jetzt mal. Ein Stein. 7 Steine. 15. 23. 23. 29. 37. 43. Oh mein Gott. 51. 59. 67. Und da oben noch. 71, oh mein Gott. 75, ist das wahr? okay. So, lohnt sich die Spitzhacke? Also 75 Steine brauchen wir jetzt. Das wird jetzt der Mega-Grind, Leute. Ja, dann machen wir uns mal auf die Socken. Und suchen Steine. Ich hoffe, wir haben keine Begegnung der besonderen Art. Das kann jetzt echt dauern. Ob die Nacht reicht? Eine gute Frage. Ja, die Grabungshütte, die ist echt wichtig. Aber dafür brauchen wir halt auch Leute, die da drin arbeiten. Ne? Deswegen brauchen wir wiederum das Haus.
Ist die Pickaxe, lohnt die sich, die Brocken anzugehen? Hätte ich die mitnehmen sollen? Oder ist das der effektivere Weg? Oh ja, komm. Geh aus dem Weg. Beeren. Ich will aber den Stein. Weil ich sehe jetzt doch viele von den größeren Steinen. Bei einer Höhle schon. Die random Steinbrocken lohnen sich null. Okay, alles klar. Also bei einer Steinhöhle. Na gut, die haben wir hier nicht in der Nähe. Dann sammeln wir weiter Steine. Und Tollkirschen. Wir können ja einmal um den See rumgehen. Das ist doch auch ein nettes Projekt, oder? Das machen wir. Wie viel haben wir denn schon? 17. Oh, das geht doch voran. Es könnte natürlich sein, dass wir irgendwann Gewichtsprobleme bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Steine man so schleppen kann. Das war ein Stock. Gott, super. Vielleicht verschwindet ihr auch bald gleich wieder. Und ich merke es nicht. Und wenn ihr wieder da seid, habe ich 75 Steine gesammelt. Wie in einem Wunder. Aber wir haben schon 25. So langsam geht das jetzt auch gar nicht. Und wir sind noch nicht überladen. Lasst uns gemeinsam einen romantischen Grind um den See beginnen. Ja, genau. Das ist der Moment, wo bei YouTube die Zeitraffermusik einsetzt. In der Tat, ja. Ja, aber ich finde das insofern ganz gut, weil, oh Gott, weil das ist natürlich auch eine Motivation, das Ganze effizient zu automatisieren, ne? Also ist schon was dran irgendwie am System. So, wir sind schon überladen. Das heißt, wir werden zwei Gänge machen müssen. Ich kann auch gar nicht mehr laufen. Wie schwer sind wir überladen? 63, ja gut. Es ist morgen. Eieieiei. Das müssen wir noch hinbekommen. Ich bin ziemlich weit gelaufen. Da hinten, ich bin schon einmal halb um See rum. Oh mein Gott. Da hinten sind unsere... Können wir rüberschwimmen mit den Steinen im Gepäck? Pass auf, jetzt werden wir noch angegriffen durch einen wilden Eber oder so. Ein paar mehr mitnehmen. Ich kann jetzt gerade noch genug... Gerade mal... nicht ausreichend tragen. Tja, kriegen wir das noch hin, das Haus zu bauen? Ja, ich glaube, wir kriegen das hin. Wir bauen das Haus und gehen dann ins Dorf. Das muss gehen. Aber wir müssen natürlich auch noch Zeug mitnehmen zum Verkaufen. Das schaffen wir vermutlich nicht mehr alles. So, wir können das aber gleich verbauen. Ersatzhammer könnte ich gleich mitbauen, das stimmt. Beim nächsten Mal baue ich irgendwie zwei oder drei Hämmer, da habt ihr recht. So, das habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wie viel Stein ich hatte, wie viel ich jetzt noch brauche. 5, 13, 21... 29, 29 plus 8 sind 37. Alles klar. Ja, dann gehen wir jetzt mal irgendwie anders. Machen wir so eine kleine Runde. 37.
Ja, kommt, das werden wir bis zum Mittag, wenn wir es geschafft haben, und dann kriegen wir es hoffentlich noch hin. Hier ist eine gute Steingegend. Ah, ich hätte jetzt vielleicht auch mal die Stöcke abladen sollen. Daran habe ich nicht gedacht. Okay, hier läuft's mit den Steinen. Gute Gegend. Kein Eber. Gehen wir da noch ein bisschen lang? Tür und Dach, das reicht zum Einzug. Ja, ich fürchte, die Leute sehen das nicht ganz so. Die waren richtig sauer das letzte Mal. Und zwar schon bevor sie überhaupt gesehen haben, dass noch keine Häuser da sind, waren sie schon sauer. Sie waren schon auf dem Weg sauer. Das fand ich ein bisschen unverschämt, ehrlich gesagt. 29, wir nähern uns der Sache. Ja, bleibt mal ruhig. Ich will euch ja nichts tun. 31, wir sind schon überladen. Wir machen uns quasi auf den Rückweg. Die haben Satellitenbilder gesehen. Ja. So, okay. Jetzt muss ich noch zwei finden. Da haben wir sie. Das war mein Stock. Stock und Stein. So, und zur Sicherheit nehmen wir noch zwei mehr mit, wenn wir noch welche sehen. Ansonsten müsste es das jetzt eigentlich gewesen sein. Aber hier sind erstmal keine mehr. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Okay. Passt auf, jetzt geht auf jeden Fall noch der Hammer kaputt. Das muss natürlich noch passieren. Okay, das kommt auf jeden Fall schon mal gut hin. 8 brauchen wir noch und das Haus ist fertig. Okay, wunderbar. Sehr schön. Einzugsbereit. So, jetzt muss ich mal kurz was machen. Jetzt werde ich mal... Ne, hier eigentlich brauchen wir gar nichts. Jetzt machen wir uns auf den Weg ins Dorf, müssen aber kurz gucken, dass wir nicht zu viel Kram mitnehmen. So, das kommt weg, die Federn kommen weg, die Stöcke kommen weg. Okay, das können wir nachher noch abladen. Das Fleisch nehmen wir nochmal mit, beziehungsweise nehmen wir uns sogar noch neues. Ja, Gott, den ganzen Kram nehmen wir auch mit, ist nicht so schlimm. Von 56 Münzen. Jetzt ist die Frage, ich habe jetzt nicht großartig Zeit, um... Ah, warte mal. Was wurde denn jetzt produziert? Wurden jetzt hier ein paar Eimer produziert? Preis. Die müssten eigentlich Eimer produziert haben. Die haben doch einen ganzen Tag produziert. Wo landen die Eimer, Leute? Sind die nicht hier, wo ich denke? Komisch. Ich hab doch Eimerproduktion eingestellt. Es müssten doch irgendwie mindestens... hatten die alles, was sie für... Ah ja, gute Frage, ne? Landwirtschaft ist ein Problem. Häuser ist ein Problem. Einfaches Haus. Warum? Weil es noch nicht fertig gebaut ist. Produktion. Werkstatt. Also es wird hier nichts angezeigt, dass sie es nicht gehabt hätten.
100% Eimerproduktion. 5 Eimer hätten produziert werden müssen. Ah, wisst ihr was? Es kann sein, weil ich die gesamten Bretter rausgenommen habe. Oder weil ich... Ach so, weil ich Wasser reinfülle. Das kann natürlich sein. Oh nein, das ist ja eine dämliche Sache. Kann man das irgendwie begrenzen? Ja. Also, weiß ich nicht. 3 Eimer sind es nur. Ich glaube, der hat irgendwann aufgehört, weil ich die Bretter rausgenommen habe. Das könnte ein Grund sein. Und der Eimer, den er fertig gebaut hat, der ist vielleicht mit Wasser gefüllt worden. Bin ich mir nicht sicher. Ach, hier, 5 Eier im Eimer mit Wasser. Oh. Aber können wir nicht auch Eimer mit Wasser verkaufen? Spricht doch nichts dagegen, ne? Die wiegen, glaube ich, sogar genauso viel, oder? Wie ist das, wenn ich... Ich gehe mal kurz in die Werkstatt rein. Eimer. Steht hier nicht das Gewicht. Das Wasser wegkippen, das ist mir zu lästig. Das muss man, glaube ich, manuell machen. Okay. Wir nehmen... Ja... Wir nehmen mal die fünf Eimer mit. Das ist unser... das ist unser Verkauf dann diesmal. Okay, dann werden wir uns noch ein bisschen gebratenes Fleisch gönnen. Na komm, wir können ja noch tragen. Nehmen wir 10 Sachen mit. Das lassen wir hier. Den Breitwegerich. Ah, der müsste eigentlich ins Materiallager. Ah, die Bären, die nehmen wir nebenbei mit weg. Das ist aber auch egal. Okay, eine Sache habe ich gesehen, die könnten wir noch zu Gold machen, weil ich glaube, dass wir die nicht benötigen. Und zwar hier irgendwo, ich weiß nicht warum, hier habe ich Kirschwein und Pflaumensaft gelagert. Und die sind echt viel wert. Ich würde sagen, die verkaufen wir jetzt. Okay, dann gehen wir jetzt runter. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, ich sollte auf jeden Fall nochmal trinken, das habe ich vergessen. Und ich sollte mich nochmal satt essen. Muss man das Feld gießen? Muss man das Feld gießen? Ich glaube nicht, ne? Dünger... Das haben wir, glaube ich, schon ein paar Vorprodukte. Da wird auch irgendwas vergammeln. Das sollte klappen. Muss man nicht. Okay. So. Gut. Damit wir jetzt keinen Umsonstweg gehen. Also, was meint ihr? Habe ich noch irgendwas übersehen? Oder sollte das hinhauen? Nö, ich glaube nicht, ne? Dann werden wir mal Alvins Quest aktivieren. Wir müssen nur mit ihm sprechen. Wir haben das letzte Mal mit dem Bogenschießen beigebracht. Das brauchen wir aber auch nicht unbedingt in dieser Jahreszeit zu machen. Ich werde die anderen Quests mir erstmal angucken. Ernten habe ich schon. Wir sind ja schon am zweiten Tag. Die Sommerernte habe ich schon eingefahren. Fleischbraten zum Verkaufen. Ja, so viel Zeit haben wir. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir die Zeit jetzt nicht mehr haben. Die Quests werden jetzt auch eine gewisse Zeit dauern. Ah, hier liegt noch ein Baumstamm. Den können wir auch noch mal mitnehmen. Okay, marschieren wir mal los. Warum die Quest in 15 Jahren verfällt, ob Alvin dann stirbt? Tja, wer weiß. Gute Frage. Vielleicht. Oder dann ist er verzweifelt, dann hat er keinen Bock mehr, sein Leben zu ändern. Daran könnte es dann auch liegen. Hatten wir auf diesem Weg... Ich war mir nicht ganz sicher. Hatten wir da neulich mal einen Wolf getroffen? Oder war das woanders? Speichern könnte ich auch nochmal. Gute Idee. Das sollten wir tun. Oh
finde, die Umgebungssounds sind immer noch ein bisschen zu leise. Das hatte ich übrigens verändert, als ihr kurze Zeit nicht da wart. Wir wollen doch das Vogelgezwitscher hören. In meiner Welt wart ihr übrigens nicht da. Es war nicht so, dass ich nicht da war, sondern ihr wart nicht da. Ich war ja da. Mit 50 Liter Wasser in der Hose wäre ich den Berg nicht so elegant hochgekommen. Ja, ich meinte, wir verkaufen jetzt die Eimer mit Wasser, um zu beweisen, dass sie dicht sind. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Verkaufskonzept. Oh, habt ihr gesehen? Kaninchen ist vom Himmel gefallen. Da stehen jetzt 1000 Aussagen gegen eine. Gut, dann würde ich sagen, boah, 4 Quests, ja wunderbar. Dann machen wir erstmal den Verkauf. Wo ist denn hier die Ladenbesitzerin? Sie ist offensichtlich nicht da. Welches ist denn jetzt hier am nächsten? Bist du das? Dopomir? Nee. Yeah. Er verkauft doch auch irgendwas, ne? Sobjemir. So, how can I help you? My wares never disappoint. Okay. Gut. Wo sehe ich nochmal sein Geld? Ah, schaut mal, er verkauft auch Eimer mit irgendwas drin. Also bei ihm sind wir richtig. Hat er nicht... Ah, 1100, da sehe ich es. Alles klar. So. Das heißt, du kriegst das alles. Schaut mal. Jetzt kannst du auch Eimer mit Wasser verkaufen. Nicht nur Eimer mit Milch. Ein Kirschwein werden wir kaufen und den Pflaumensaft. So. Ja, perfekt. Damit haben wir jetzt 826. Hört sich schon ein bisschen... See you soon. Die Eimerhändler unter sich. Kirschwein in Eimern, auch nicht schlecht. So, warte mal. Die erste Quest ist hier vorne. Ist das Al... Nee, Dalebor. How can I help you, sir? Oh. Das ist ja niedlich. Acht ist er. Kann ich dir bei etwas helfen? Darf ich dich vielleicht etwas fragen? Ja, was denn? Ich wollte so tun, als wäre ich erwachsen, aber dazu fehlen mir noch ein paar Dinge und meine Eltern wollen sie mir nicht geben. Sowas hatten wir doch schon mal, ne? Na, was denn? Also ich dachte, dass du mir vielleicht helfen kannst. Ich kann dir nichts geben, aber ich werde meine Freunde bitten, nur Gutes über dich zu verbreiten. Das hatten wir doch schon mal. Dem haben wir irgendwie so einen Stock gegeben und dann sollte er Ritter spielen. Ich bringe dir, was du willst, aber du musst versprechen, nichts Dummes damit anzustellen. Genau wie Papa heißt die Quest. Und was will er haben? Ein Holzhammer. Da haben wir doch gerade auch was dabei. Ne? Das müsste vielleicht sogar passen. Genau wie Papa kriegt er jetzt einen Holzhammer. Okay, einen Holzstamm haben wir. Wir brauchen noch 10 Stöcker. Okay, also gehen wir mal Stöcker sammeln. Draußen liegen vielleicht auch noch Holzstämme rum, ne? So, 6. 8. 11. Perfekt. Nehmen wir gleich mal ein paar mehr für den nächsten Stockjungen. So, wo ist er hingelaufen? Ach, ich könnte ihm ja meinen Gebrauchten geben. Das ist auch eine gute Idee. Das ist eine hervorragende Idee. Das finde ich super. Das ist eine fantastische Idee. Wie kann ich ihn ablegen? X. Okay, so ablegen wollte ich es nicht. Oh. Ach, das ist Alvin. Verdammt, wo ist der Junge jetzt hin? Okay, ich muss... Ich folge der falschen Quest. Der will ich folgen. Wo ist der hin? Da oben. How can I help you, sir? Goodbye, sir. Kann er sein, dass er keinen Gebrauchten haben will? Oder habe ich den jetzt noch angelegt? Ach, ich habe den immer noch wieder angelegt. Wie kann ich den denn bitte... So, F.
Ja, okay, jetzt geht's. Hallo, du bist zurück. Ja, aber denk an meine Worte. Zuerst musst du mir versprechen, aufzupassen und nichts Gefährliches zu tun mit diesem wertvollen Holzhammer. Ja, ich verspreche es. Kann ich jetzt anfangen zu spielen? Ja, bitteschön. Pass nur auf damit und denke daran, dass, was du mir im Gegensatz versprochen hast. Okay. Reputation plus 50. Gut, dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles immer so eine läppische Quests werden. Wir mal sehen. Wofür ist eigentlich die Reputation wichtig? Kann ich dir bei etwas helfen? Wir brauchen deine Hilfe. Letzte Nacht gab es einen schrecklichen Sturm, der unser Haus zerstört hat. Könntest du uns bitte helfen, die nötigen Materialien zu sammeln, damit wir die Schäden reparieren können? Ich werde dich auch reich belohnen. Reich klingt gut, also für Gold bin ich hier immer für Einsätze zu haben. In Ordnung, ich werde helfen. Okay, jetzt brauchen wir hier... Das sind Holzhammermethoden. okay, damit ich das Dorf vergrößern kann. Aber wir haben doch schon... Warte mal, wir haben doch schon 37 Gebäude können wir bauen. Also eigentlich Reputationsquests brauchen wir doch derzeit eigentlich gar nicht, oder? Na gut. Okay, was ist denn das hier? Hier kriegen wir... Oh, 52 Bautechnik. Das ist... Ist das Fertigkeit? Oder ist das Technologie? Das ist, glaube ich, Technologie, ne? Ah, Bautechnik. Ja, Technologie ist natürlich nett. Was wollen die denn haben? Die wollen 5 Holzstämme und 42 Stöcker. Quest wird nach dieser Jahreszeit verfallen. Ja, okay. Dann machen wir das wohl mal gleich, oder? Ist aber wieder so eine Grind-Quest. Aber für Bautechnik... So, was war das jetzt? Die verfolge ich, dann sehen wir das jetzt. Okay. Gut, 16 Stöcker haben wir. Stöcker kriegen wir automatisch, indem wir Bäume fällen. Machen wir das mal da vor der Tür. 5 Holzstämme ist ja auch echt ein Klacks eigentlich. Das ist hier sowieso zu eng gewachsen. An der Palisade. Wenn das mal gegen die Palisade fällt, es wäre noch zu schade. Was ist denn nun los? Keine Ausdauer mehr? Ja, meine Steinaxt ist kaputt gegangen, natürlich. Okay, wir stellen erstmal... Okay, was brauchen wir dafür? Wir brauchen Stöcker und 2 Steine. Wir machen aber auch schon erstmal den Holzhammer noch. Ne? Dann gucken wir mal nach Steinen. Boah. Hier sind irgendwie keine Steine. Die sind erst jenseits der Felder. Da ist noch ein Stein. Okay, Steinaxt, dann geht's weiter. Da lag direkt ein Stein. Kann gut sein, dass ich den... Stein vor lauter Steine nicht gesehen habe. So. Habe ich noch einen Holzstamm übersehen? Ja, hier sogar mehrere. Die wollen wir nicht fallen lassen und oder liegen lassen. Und ich werde hier das aber auch ordentlich machen. Nicht, dass hier so eine Baumstümpfe noch rumstehen. Wir wollen ja nicht dieses Dorf hier hässlich hinterlassen. Das wäre ja fatal. Okay. Dann gehen wir mal zu ihm hin. Halt, nee. Wir haben noch keine Stöcker. 10, 13. Wir brauchen noch Stöcker. Zweige. Das geht aber zacki zacki. Hier ist ja alles voller Zweige. Perfekt.
Also, ja, ist die, also was ich irgendwie doof finde, also es wäre irgendwie schöner, aber es passiert da nichts, wenn man die Quests nicht erfüllt, ne? Oder verliert man Reputation, wenn man die Quests nicht erfüllt? Weil ich würde zukünftig schon entscheiden, ob das, was die Quest mir bringt, ob ich das auch brauche. Und in diesem Fall Technologiepunkte finde ich schon ganz nett. Aber so jetzt zum Beispiel rein für die Reputation weiß ich nicht, ob ich im Moment die Quest machen würde. So, hier sollte das alles sein. Okay, plus 50, Autosave. Ich danke vielmals. Im Gegenzug zeige ich ein paar der Bautechniken, die ich mir angeeignet habe. Man verliert Reputation? Okay. Das ist natürlich doof, ehrlich gesagt. Weil das heißt, man kann sich vorher nicht aussuchen, ob man die Quests macht. Hm, das ist schade. So, hast du auch Gertrude. Hello, Traveler. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich weiß gar nicht, ob wir Stroh brauchen. Wir haben jetzt kaum Gebäude mit Stroh. Ein bisschen haben wir noch. In letzter Zeit treiben sich nachts viele gefährliche Tiere in der Nähe von unserem Dorf herum. Sie wagen sich immer näher heran und das macht vielen Angst. Könntest du uns aber helfen, zumindest die Anzahl von denen etwas zu reduzieren? Wir hätten dafür natürlich auch ein paar Münzen für dich übrig. Das ist aber eine schwierige Aufgabe. Wir sagen mal ja und wenn wir Reputation verlieren, ist egal. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Nächtliche Jagd. Warte auf den nächsten Abend. Wir kriegen 11 Steinpfeile, ein Fleisch mit Soße. Das Problem ist, ich habe keinen Heiltrank. Ich habe nur noch einen Eisenpfeil und ich weiß gar nicht, ob ich unsere gute Axt mit habe. Nee, habe ich nicht mit. Dann bin ich eigentlich auch nicht kampffähig, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Quest werde ich nicht machen. Das war das letzte Mal schon ziemlich heikel mit den Wölfen. 50 Reputation. Naja. Fleisch mit Soße, dafür lohnt es sich. Quest wird nach dieser... Ja, wir können mal gucken, wie viel man Reputation verliert. Das ist ein guter Hinweis, Mr. Seraphim. Gut. Okay. Dann werde ich jetzt erstmal ein bisschen was essen. So. Und dann werden wir jetzt mit Alvin sprechen. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Und dann holen wir die Leute. Alvin ist hier am Trinken. So, wie kommst du mit dem Training voran? Wie gesagt, er hat Bogen trainiert. Ich wette, ich kann dich jetzt schlagen. Oh, wie zuversichtlich. In Ordnung, ich nehme die Wette an. Worum geht's? Es geht um 100 Münzen. Wir haben 3 Schüsse. Derjenige, der mehr Punkte erhält, gewinnt. Nimmst du an? Uiuiuiui, ich habe lange nicht mehr geschossen. Na los, sicher, fangen wir an. Ich habe 64 Punkte erhalten. Das glaube ich ihm gar nicht. Was? Sagt er mir jetzt einfach so? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Schau zu und lerne. 2 Meter vor dem Ziel oder was? Das ist ja wohl ein Witz. Wir müssen jetzt da zum Schießstand, ne? Oder? Ist das Ding da noch aufgebaut? Wie können wir die Quest jetzt verfolgen? Ich sehe Alvins wachsenden Ehrgeiz, mir zu zeigen, dass er in etwas besser ist als ich. Es ist überraschend, wie leicht es ihm fällt, sich nicht mehr um das zu kümmern, was er sein ganzes Leben lang getan hat. Ich muss zugeben, dass es schwer ist, ihn von etwas abzubringen, wenn er sich einmal dafür entschieden hat. Na gut. Ich meine mich noch zu erinnern, wo der Schießstand war. Der war hinter dem Dorf irgendwie links runter. Genau, und jetzt war die Frage, die Punkte werden, glaube ich, erst gewertet,
wenn man wirklich 20 Meter entfernt ist, ne? Ach so, und dann ging es irgendwie, ja, ich erinnere mich irgendwie. Je weiter man entfernt ist, umso mehr Punkte bekommt man, wenn man dann trifft. Ich glaube, so war das. So, was haben wir hier? Steinpfeile, ne? Haben wir noch genug Pfeile? Das ist ja auch noch ein Thema. Aber die können wir ja wieder rausziehen, glaube ich, ne? Eisenpfeil, Steinpfeile, 9 und 6. Das müsste reichen. Gut. 64 Punkte. Ich glaube, Alvin ist ganz gut geworden. Ich habe keine Ahnung, ob das 20 Meter sind. Ich weiß auch nicht. Man muss bei dem Spiel, glaube ich, nicht sehr viel rüberzielen. Punkte. Das reicht nicht. Das war zu schlecht. Wow. Alvin ist ein ganz schöner Hirsch. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen zurück, um vielleicht noch ein paar... Oh. 22. 40,6. Ich muss besser werden. Los, komm, wir gehen noch ein bisschen. Wir gehen richtig weit weg, um Punktebonus zu bekommen. Jawohl! Jawohl! Ha! Alvin, du hast es nicht drauf. Ich bin immer noch besser als du. Pfeile holen. Ah, sind zwar nur Steinpfeile, aber ja, ihr habt recht. Ja, vor allem, weil es... Wow, schaut euch das mal an. Nicht schlecht, würde ich sagen. Das müssen wir uns bei uns im Dorf auch aufstellen. Das finde ich eigentlich eine coole Sache. Das gefällt mir. So, Alvin, wo bist du jetzt? Ist das Alvin jetzt? Oder ist das die andere Quest? Nee, Alvin ist jetzt hier, ne? Hallo, jawohl, wer ist der größte, beste Meisterschütze im ganzen Tal? Tja, was meinst du, Alvin? Bilde dir nicht so viel drauf ein. Du hast ja auch viel mehr Erfahrung als ich. Sicher, sicher. Und jetzt meine Belohnung. Du wirst schon sehen, ich werde noch mehr üben und am Ende werde ich dir das Grinsen aus dem Gesicht wischen. Ist mir recht, ob dir das wirklich gelingt, das werden wir dann bei der nächsten Gelegenheit sehen. Okay, sehr schön. Reputation gewonnen. Wir können auf die nächste Jahreszeit warten. Haben 100 Gold noch zusätzlich verdient. Haben jetzt 926. Ist doch wunderbar. So. Das waren drei Pfeile. Übrigens, der dritte Pfeil steckte direkt daneben. Jetzt wollen wir Leute anwerben. Und ich sehe, hier sind nur zwei. Wir könnten... Warte mal, was wir noch machen könnten... Wir könnten noch die Hauptquest weitertreiben. Das Problem ist, weil wir jetzt sind wir schon hier in der Nähe. Das Problem ist, ich habe komplett vergessen, was da eigentlich los war. Das war mit diesem, unser Onkel und mit dieser Bande und es gab diesen komischen Sambor, der sich irgendwie als der große King da aufspielte oder der... Und der hat uns irgendwas erzählt über unseren Onkel, aber das war dann alles gar nicht so. Ich habe es komplett vergessen. Das war... Tja, das war irgendwie vor 8 Wochen oder so. Aber ich glaube, das machen wir noch. Aber erstmal holen wir uns die Leute hier. Strogomir und Dragomira. Irgendjemand sagte, wenn man das macht, dann sieht man, was die drauf haben. Ah ja. Wisst ihr was? Wir werden da aber nicht so mäkelig sein. Wir nehmen einfach jeden. Die sind nicht so dolle. Wir könnten natürlich auch... Wir kommen ja durch den anderen Ort. Wir kommen durch Borova durch. Da können wir noch mal gucken, ob wir noch jemand Besseres finden. 1, 2, 2, 2. Kriegt man auch schon Dreier?
Ja, wir gehen nochmal beim anderen Dorf vorbei. Ich glaube, das ist besser. Ich kann das im Questlog nachlesen. Das habe ich versucht. Aber das war leider nicht gut. Pass mal auf. Wenn ich das nämlich anschalte... So, warte mal, wo waren das? Das war Dobronjega, Alvins Geschichte. Welche ist denn die Hauptquest? Onjegos Geschichte. Ja, okay, so halb. Onjegos Geschichte. Ja, doch, steht doch hier. Ja, ihr habt recht, man kann das nachlesen. Ich habe das tatsächlich nicht richtig gefunden, aber wir werden uns das jetzt nicht nochmal reinziehen, oder? Sambo hat mir von Jordans Anfängen und seiner besonderen Begabung erzählt. Er klingt, als könnte es ihn gar nicht geben. Ein wahrer Held wie aus den Legenden. Ich bin stolz darauf, mit ihm verwandt zu sein. Je mehr man mir über seine Abenteuer erzählt, umso mehr will ich hören. Ich frage mich, was für Menschen die anderen Mitglieder der Meute sind, die Onjegos erwähnt hat. Allein der Gedanke ist schon spannend. Ich muss Onjegos besuchen. Sambor will doch wirklich, dass ich ihm eine Ohrfeige bringe. Aber er kann auch nicht wirklich von mir erwarten, dass ich Onjegos ins Gesicht schlage, oder doch? Ich glaube, es mir ist schlecht. Es hat mir ehrlich zugesetzt, die wahre Geschichte darüber zu hören, wie Sambor sich der Meute angeschlossen hat. Genau, und das wird aber jetzt hier nicht mehr erzählt. Ich verstehe jetzt, warum Onjegos versucht hat, meine Begeisterung für die Abenteuer der Meute zu zügeln. Sie waren nicht immer schön, ich bin nur froh, dass ich Sambor unter anderen Umständen begegnet bin als sie. Nach dieser erschütternden Geschichte kommt mir eine vollkommen belanglose Aufgabe gerade recht. Onjegos Sense zurückholen. Und das wird leider nicht erzählt, was hier gewesen ist. Onjegos Geschichte 2. Das wird hier einfach nochmal wiederholt. Oh, hallo Razimir, was gibt's Neues? Was? Bist du etwa der klügste Mensch der Welt? Ein Rätselbezwinger? Okay, dann kam diese Sensengeschichte. Das wird auch alles nicht mehr erzählt? Okay, es wird eigentlich nur so halb nochmal erzählt. Er war der Folterer der Bande. Ah, okay, alles klar. Ja, sehr gut. Das reicht ja erstmal als Recap. Gut. Gucken wir mal, ob da ein paar talentierte Personen da sind. Da habe ich zuletzt auch angeworben. Ich hoffe, da sitzen noch welche, aber da kommen immer neue nach. Ne? Sambor war doch dieser Folterknecht des Apfelfürsten. Stimmt, irgendwie mit dem Apfelfürsten. Wir suchen vielleicht einen Koch und wir suchen einen Sammler. Ja, genau. Insofern, das können wir natürlich noch ein bisschen umdisponieren. Schaut mal, hier ist ein Dreier schon dabei. Oh ja, die ist gut. Leonarda, zwei Dreier. Drei Dreierwerte hat die sogar. Der hat auch zwei Dreier. Ein Dreier. Also wir brauchen natürlich Mann und Frau, ist klar. Also er ist mit dabei. Und Milena. Milena ist gar nichts. Vielleicht kommt die auch gar nicht mit. Die ist zu jung. Die ist 16. Und sie ist leider zu alt. Okay, die beiden werden wir anwerben. Leonarda. Ich bin gerade dabei, eine neue Siedlung aufzubauen. Großartig. So. Nierhot kommt auch mit. Großartig. Okay. Hiermit seid ihr Mann und Frau. Ihr könnt ruhig gemeinsam gehen. Oh. So, dann verwalten wir die mal. Also. Leonarda, kommt bitte ins einfache Haus. Nierhot. Ja. Nierhot kommt auch ins einfache Haus. Okay. Die holen sich dann selbst ja das Essen. Das sollte kein Problem sein. Und dann können... Nee, wir können sie noch nicht so richtig Berufen zuordnen.
weil wir, glaube ich, keine freien Jobs haben. Brunnen, Holzschuppen ist alles eins. Werkstatt, da kann auch nur einer arbeiten. Ja, Landwirtschaft, in der Scheune könnten sie arbeiten, aber da haben wir tatsächlich auch nichts zu tun, richtig. Das ist so ein bisschen das Problem an der Scheune. Im Moment. Wir könnten sie Dünger herstellen lassen, aber ich weiß gar nicht, ob wir da die Voraussetzungen für haben. Ein bisschen was, aber das ist ganz schnell durch uns. Naja, können sich erstmal eingewöhnen, müssen nichts arbeiten. Okay, dann gehen wir hoch und beschäftigen wir uns mit Uniegos Geschichte genau. Wie weit müssen wir latschen? 514 Meter die Straße entlang? Oder wollen wir mal den anderen Weg gehen? Vielleicht finden wir noch irgendwas Spannendes. Machen wir das mal so. Ich glaube, den anderen Weg sind wir noch gar nicht gegangen. Vielleicht können wir noch was einsammeln. Wenn die zu lange keine Arbeit haben, geht die Laune auch runter. Okay. Hoffentlich reicht das Essen hier noch. Ah ja, das müsste reichen. Immerhin ein Upgrade. Ja, die werden ja auch nicht zu lange arbeitslos. Wir werden ja die anderen Gebäude dann auch gleich bauen. Das ist dann vielleicht sogar doch das nächste. So, ein bisschen Ausschau halten rechts und links. Wie spät haben wir es eigentlich? 15.39 Uhr. Wir sind noch gut in der Zeit, würde ich sagen. Und die sind auch schön am Marschieren. Alles gut. Sie laufen halt hin. Ist das nicht Arbeit? Das stimmt. Irgendwo muss es doch hier hochgehen. Ist das der Weg? Das müsste der Weg sein. So, jetzt will ich aber auch nichts übersehen, was am Wegesrand liegt. Auch hier haben wir eigentlich irgendeine relevante Waffe. Ah, die Steinaxt, ne? Falls wir jetzt doch mal Wölfen begegnen hier noch. Wir hätten noch unseren schönen, guten Pfeil. Die Steinaxt, wie viel Schaden macht die eigentlich? 30 Schaden, ist vermutlich die beste Waffe, die wir im Moment am Start haben. Ja, das mit dem Schlafen... Eigentlich, Roleplay-technisch, müssten wir eigentlich schlafen gehen. Ich fände es tatsächlich gut, wenn das Spiel das simulieren würde, dass es irgendwie Rastpausen geben muss, also Schlafpausen. Ansonsten hätte man Nachteile. Das wäre echt eine sinnvolle Ergänzung. Aber da die Zeit auch so knapp ist und man sich ja immer was vorgenommen hat und die Jahreszeiten auch irgendwie für die Quests und sowas eine Rolle spielen, da möchte man manchmal die Nacht durcharbeiten. Oh, interessante Gegend hier. Jetzt steil runter. Da ist irgendwie so ein Sumpfgebiet. Ah, ist so ein kleiner Tümpel. Ja, man kann auch mal so Erkundungstouren in die Umgebung machen. Man findet ja auch in der Wildnis hier manchmal hier und da was. So an markanten Stellen. Füchse. Aber hier scheint nichts zu sein. Oh ja, ein Pferd wäre echt gut. Oder ein Esel, oder was man hier bekommt. Aber es dauert wohl noch etwas, ne? Ich weiß gar nicht, ob man das über eine Quest bekommt oder irgendwie anders. Aber bitte nicht erzählen, nicht spoilern. Wir sind aber auch gleich da. Gleich kommt ein Lebkuchen raus. Das wäre auch schön. Okay, dann sind wir mal wieder bei ihm. Wir haben irgendwie Angst vor ihm. Na, mal sehen. Nachdem wir jetzt wissen, was er wirklich war. Schaut mal, hier ist schon seine Henkersaxt. So, Sambor. Warum hat das so lange gedauert? Ich habe gehört, dass du nach mir gesucht hast. Du musst sie töten. Warte, langsam. Wovon redest du? Von der verdammten Eule natürlich. Kannst du sie nicht hören? Was für eine Eule, ich höre nichts. Bist du taub? Wie kannst du sie nicht hören? Ich halte das nicht aus.
Okay, ich glaube, der wohnt hier nicht umsonst allein im Wald. Versuch dich zu entspannen und mir das Problem zu schildern, wenn du meine Hilfe willst. Ich kann nicht schlafen wegen diesem verfluchten Vogel. Sie macht Schuhu und Schuhu und Schuhu. Ich will sie tot sehen. Warum kümmerst du dich nicht einfach selbst darum? Ich jage nicht mehr. Ich höre sie tatsächlich, Leute. Hört ihr sie auch? Ist das dein Ernst? Du lebst in einer Jagdhütte. Ich habe das hier nicht gebaut. Der Jäger ist vor einer Weile gestorben und ich habe es übernommen. Es gefällt mir. Zumindest hat es das, bevor diese verdammte Eule hier aufgetaucht ist. Wenn ich dich das fragen darf? Du darfst mich nicht fragen. Kaufst du dein Fleisch stattdessen? Ich sehe hier keine Hühner oder dergleichen. Hör mir jetzt gut zu, du kleiner Hosenscheißer. Ich schulde dir überhaupt keine Erklärung. Jetzt nicht und auch nicht in Zukunft. Aber wenn es dafür sorgt, dass du Ruhe gibst, nein, ich kaufe kein Fleisch. In letzter Zeit halte ich mich eher an Gemüse und Getreide. Das ist genau das, was mein Essen ist. Ist ja Quatsch, wir essen nur gegrilltes Fleisch. Wir sind, wie heißt das, Carnivoria oder so? Verdammt, du bist nervtötend. Seufz. In meinem Leben habe ich einige Dinge getan, die... schlimme Dinge. Dinge, die man nicht tun sollte. Ich nicht und niemand sonst. Das hat sich verändert, als ich deinen Onkel getroffen habe. Er hat mir dabei geholfen, ein paar Dinge wieder gut zu machen. Zumindest auf eine Weise. Als sich unsere Wege dann trennten, habe ich mir etwas geschworen. Keine Gewalt mehr. Kein Blut mehr an meinen Händen. Aber wenn du mir weiter auf die Nerven gehst, dann nehme ich diesen Schuh zurück. Willst du das? Du musst mich entschuldigen, ich habe eine Eule zu jagen. Okay, Leute, finde die Eule. Nein, ernsthaft jetzt? Okay, wir nähern uns. Ist es irgendwie lauter? Das ist doch keine Eule, das ist ein Typ, der sitzt im Busch. Verzieh dich, ich arbeite. Und was genau machst du hier? Das geht dich gar nichts an. Oh, ich denke doch. Du bist die verdammte Eule, nicht wahr? Keine Ahnung, wovon du redest, Kumpel. Aber ich würde abhauen, wenn ich du wäre. Weißt du überhaupt, was du hier gerade anstellst? Ja, die einfachsten Münzen meines Lebens verdienen, der Rest ist mir egal. Oh, wirklich? Ich wurde nämlich geschickt, um diese lärmende Eule zu töten. Versuchst du etwa mir zu drohen? Überlege dir gut, was du als nächstes sagst. Du, mein Freundchen, ich habe eine Steinaxt dabei und du hast gar nichts dabei. Nein, ganz und gar nicht. Ich bin es nicht, vor dem du dich fürchten solltest. Du solltest eher vor dem Angst haben, der mich geschickt hat. Ja, und wer sollte das sein? Sambor. Gut, ich kenne nämlich keinen Moment, hast du Sambor gesagt? Das ist richtig. Hör zu, Mann, ich will keinen Ärger. Mir wurde gesagt, ich soll hin und wieder hierher kommen und so tun, als wäre ich eine Eule. Ich hatte keine Ahnung, dass ich mich mit deinem Boss anlege. Ich verschwinde und komme nie wieder. Bitte lass mich einfach gehen. Entspann dich, sag mir einfach, wer dich angeheuert hat und du kannst verschwinden. Das war Wolrat. Er lebt in einer Ortschaft, die Tutki heißt. Das ist alles, was ich weiß, ich schwöre. Ich glaube dir und ich hoffe, dass ich das nicht bereuen werde, denn falls ich das tun sollte... Das wirst du nicht. Es ist die Wahrheit. Und ich komme nie wieder her. In Ordnung. Du kannst gehen. Okay. Reputation verbessert. Wir können mit Sambor sprechen. So, ich gucke jetzt immer mal kritisch in den Chat. Internet ist noch gut. Auch wenn nichts geschrieben ist, glaube ich, seid ihr noch da, nicht wahr? Oder? Ihr seid noch da, gut. Sambor, ich habe mich um deine Eule gekümmert, wie er da einfach vorbeigeht. Ist sie tot? Nein, aber er ist fort und wird nicht zurückkommen. Er? Ich weiß, das klingt verrückt, aber es war eigentlich gar keine Eule. Es war ein Mann, der dafür bezahlt worden ist, eine Eule zu spielen. Okay, die Geschichte wird besser. Gebe ich zu. Was redest du da für einen Unsinn?
glaub mir, ich weiß, wie das klingt, aber angeblich hat ihn ein Mann namens Wollrad angeheuert. Ihr sitzt im Busch, ja. Du kennst ihn? Ha! Dieser alte Hundesohn, ha! Er hat mich wirklich dran gekriegt. Also kennst du? Natürlich kenne ich ihn. Er war einer von uns. Die glorreichen Fünf. War er das wirklich? Die Eule meinte, er lebt in einer Ortschaft, die Tutgi heißt. Ja, es ist nicht weit von hier. Er lebt dort mit seiner Familie und verkauft Esel. Oh, Esel? Da kriegen wir unser Reittier her. Ha, das passt irgendwie. Ein dummer Esel war er schon immer. Ich würde ihn zu gerne treffen. Und das wirst du auch, denn du wirst ihm ein Päckchen von mir geben. Lass mich raten. Mehr Ohrfeigen? Nein, dieses Mal ist es ein echtes Geschenk. Und was für ein Geschenk soll das sein? Eine besondere Überraschung, aber du musst später dafür wiederkommen. Ich brauche etwas Zeit, um es vorzubereiten. Weißt du was? Komm morgen wieder. Ich mache es etwas größer. In Ordnung, dann sehen wir uns morgen. Okay. Warte auf den nächsten Tag. Ja, wenn ich mich recht entsinne, ist es so, dass wir am Ende der Jahreszeit gebeamt werden zurück, nicht wahr? Insofern lohnt es sich hier auch gar nicht zu warten, weil wir am nächsten Tag erstmal wieder bei uns sind. Tja, okay, jetzt ist die Frage, was machen wir stattdessen? Lohnt es sich noch zurückzugehen? Nee. Wahrscheinlich sollten wir einfach die Zeit ein bisschen... Es ist jetzt so ein bisschen cheesy, ne? Aber die Spielmechanik ist ja auch eigentlich dämlich. Warum wird man zurückgesetzt? Was soll der Quatsch? Wir könnten das nächste Dorf besuchen, Baranica. Das könnte man machen. Wir könnten aber auch einfach Schilf sammeln in der Zeit. Ja, genau. Oder die Gegend erkunden. Wir gucken mal da runter zu diesem Sumpfgebiet. Das sieht doch mal interessant aus. Höhle erkunden. Ja, wenn man weiß, wo Höhlen sind, vielleicht da. Ah, schaut mal, da haben wir schon was gefunden. Okay, wir erkunden ein bisschen die Gegend. Nutzen wir dafür die Zeit. Was finden wir denn hier? Gar nichts. Doch, Leder. Und ein Steinmesser. Immerhin. Ist das noch was? Wir müssen bald die Fackel ausrüsten. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Hat der Sumpf irgendwas Besonderes an sich? Hier führt ein Pfad durch den Sumpf. Wo sind wir jetzt ganz genau? Ah, okay, da. Ja, ich würde mal sagen, gehen wir mal in diese Richtung und vielleicht dann so in Richtung der Berge. Mal gucken, was uns da begegnet. Vielleicht erstmal die Wege abgehen. Systematisch ein bisschen arbeiten. Hier hängt was in der Luft. Ah, ist noch nicht nötig, ne? Die Reputation. Ja, das ist ein guter Hinweis. Das gucken wir uns mal kurz an. Wir haben Reputation 2034. Merkt euch das mal, wie viel wir am nächsten Tag haben. Wie viel wir verlieren. Also wenn es nur 10% sind oder so, aber wenn es volle 50 sind, wäre es natürlich fett. Im Sumpf gibt es eine Insel. Aber jetzt hier nicht spoilern, oder? Hier gibt es ganz viele Inseln. Aha, man kann sehen bei nicht erfüllten Quests, wie viel man verliert. Das ist natürlich cool. So, jetzt ist doch vielleicht langsam mal Zeit für die Fackel. Ja gut, ist halt die Frage, will man jetzt die Wege erkunden oder will man irgendwie markante Punkte erkunden? Ach komm, ich erkunde jetzt den Weg weiter, ganz einfach. Hier teilt sich der Weg. Da hinten sieht es irgendwie interessant aus. Was ist das? Ist da was? Nee.
Oh, das ist ein Wildschwein. Aufpassen. Zurück auf den Weg. Ich würde aber gerne zu diesem kleinen Teich hier. Und ich speichere mal. Man weiß ja nie. Unbekanntes Bergland. Erkunden macht man nachts und allein. Genau. Okay, da haben wir einen Wegweiser. Da ist schon das Dorf. Das ist doch Tutki, alles klar. Tutki ist aber da hinten. Ach, schaut mal, Tutki hat auch noch eine eigene Quest. Aber gut, die werden wir jetzt eh nicht mehr erfüllen können. Und die läuft ja dann meistens in der Jahreszeit ab. Ich bin noch nicht auf Räuber gestoßen, nein. So, wir gucken hier einfach mal so neugierig ins Dorf rein und gehen dann aber noch ein bisschen weiter. Aber vermutlich ist die Jahreszeit auch sowieso gleich zu Ende. Hallo zusammen. Wie geht's? Wird kalt langsam, der Herbst kommt. Was ist denn da hinten noch? Schaut mal, da ist so ein einzelnes Gebäude. Das ist ein Stall. Oh, schaut mal, wie sie hier... Ha, sehr entzückend. Aufgereiht. In Reihe und Glied, die Schafarmee. Was ist denn da hinten? Da ist ein Feuer. Das sind Banditen, oder? Tja. Ich speichere mal und dann gucken wir mal, was passiert. Vielleicht sind es auch nette Leute. Nein, es sind keine netten Leute. Okay, ich hau mal lieber ab. Es sind echt Banditen, ich fasse es nicht. Ey! Das sind Dorfbewohner, helft mir! Ich werde verfolgt. Werde ich noch verfolgt? Fackeln wegwerfen. Sind wir langsamer mit Fackel? Ich bin schmutzig. Ernsthaft? Jetzt haben sie sich da wieder hingesetzt. Ja, ich habe jetzt keinen Bock. Wir könnten sie mal mit Steinpfeilen behaken. Kann man sich auch anschleichen an die? Den Eisenpfeil werde ich jetzt nicht verschwenden. Okay, einen habe ich. Wow, Leute. Scheiße! Wow! Ich habe zwei erledigt, aber das war ein anderer. Der konnte genauso gut schießen wie ich. Naja, gut. Das war ein Pfeil. Das war ein Fernkämpfer. Aber an sich hat das ja gut geklappt. Ich hätte bloß meine Position verändern müssen. Sieger nach Punkten. Aber tatsächlich, man kann die mit Headshots, kann man die offen... Oh. Ah, am Kampfbeginn wird gespeichert. Das ist ja cool. Das ist ja nett. Wie spät haben wir es jetzt? 22:59. Kommt, ich probiere es einfach nochmal.
Ist ja jetzt egal, ne? Das ist jetzt so ein Spaß nebenbei. Ich meine, wenn wir siegen, dann werden wir sie nicht mehr looten können oder so. Scheiße. Na! Mit dem Messer willst du mir kommen? Kriege ich noch ein... Ne, pass auf, dann gehen wir in den Axtkampf. So geht das. So, jetzt haben wir noch den Sniper. Den werden wir jetzt auch wegsnipern. Habt ihr es gesehen? So läuft das. So, jetzt noch schnell einsammeln. Nein, nicht den Stock. Was hat denn der dabei? Nur gebratenes Fleisch und Zwiebeln? Hallo? Breitwegerig? Ich will geiles Zeug. Was ist denn das für ein Loot? Der hat vielleicht einen geilen Bogen oder sowas. Oh, eine Holzarmbrust. Knüppel nehmen wir auch gern. Käse, Weinflasche, Zwiebel, gebratenes Fleisch, Apfel. So, und? Liegt hier noch was rum? Habt ihr nicht eine Kiste? Ein Säckchen? Eine Bierflasche? Ein Beerenwein? Eine Baumstammbank? Hm, das war alles. Oben liegt noch einer. Was haben wir hier noch? Ein Tonbecher? Komm. Den da oben müssen wir noch looten. Wo liegt er? Hier irgendwo. Wir sind zurückgelaufen. Da liegt er. Ja, eine Metflasche. Das ist noch wertvoll. Okay. Es ist wie spät? 23.54 Uhr, Leute. Das nenne ich Timing, oder? Aber wie wir ihn weggesnipert haben von hier hinten, das hätte Alvin mal sehen müssen. Grandios. Fantastisch. Oh. Wir werden Vater. Wie bitte? Wir müssen einen Namen aussuchen aus der Riesenliste. Können ihn nicht... Ich lach mich tot. Das Baby. Baby, wie nennen wir das denn? Wie heißen wir? Razimir, ne? Irgendwie sowas. Blisbor? Nee. Jaromir finde ich gut. Einen Krutoi-Namen sollten wir wählen. Jaromir, fällt euch noch ein Krutoi-Name auf? Ein hier? Radogost? Radovid? Strogomir? Einen anderen Krutoi habe ich zumindest im Moment nicht gesehen. Geralt nehmen wir nicht. Ne, wir nehmen Jaromir. Ein berühmter Krutoi-König. Wilhelm. Okay. Quest gescheitert. Hat sie jetzt das Baby? Wo ist... Oh ja, sie hat das Baby im Arm. Och Mensch. Hallo da. Stimmung 41%. Ich möchte was zum Kind sagen. Wie steht's um unser kleines Königreich? Alles ist bereit, Meister Ehemann. Romantik? Wir haben eine Kleinigkeit für dich. Nein, leider haben wir nichts für dich. Nicht so wichtig. Okay, unterhalten. Was beschäftigt dich im Moment? Ach, das Übliche. Sie sagt nichts zum Kind. Hast du mit irgendwas Schwierigkeiten?
Ich habe nicht genug Kraft zum Hacken und Schürfen. Na gut. Okay. Mach's gut, meine Liebe. Aber ist tatsächlich die Stimmung ein bisschen gestiegen, weil wir mit ihr gesprochen haben. Das ist doch ganz nett. See you soon. See you soon. So, ja, super. Wir sind wieder hier. Wir gucken ganz kurz mal rein, was wir jetzt verloren haben. Wie viele Punkte hatten wir? Wir hatten noch 2434, oder? Wir haben einen Punkt verloren. Es könnte natürlich auch sein, dass das Töten von Räubern auch Reputation bringt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ein Punkt ist Pillepalle, ja. Das ist absolut Pillepalle. Insofern kann man sich die dann noch doch aussuchen. Finde ich in Ordnung. Hier steht nicht, was man verloren hat. Ja, ist doch gut. Vielleicht durch die Geburt gekommen, kann natürlich auch sein. Okay, alles klar. Gut, Alwins Geschichte. Jetzt können wir wieder mit Alwin sprechen. Und im Zusammenbau können wir auch zurückkehren. Das ist eigentlich keine unwichtige Sache. Aber wir müssen jetzt mal erstmal ein bisschen aussortieren, was wir hier so gerade bei uns haben. Wir haben ein bisschen was aufgenommen. Ach, das ist schon verrottetes Fleisch. Käse auch schon fast verrottet. Na gut, das gibt guten Dünger. Beerenwein, den kann man allerdings verkaufen. Die Äpfel, die werden auch verrotten. Was liegt alles eigentlich als in dieser Truhe hier rum? Na gut, nur diesen Kram. Das wollte ich irgendwie nicht im Materiallager haben. Die Holzschale, die wird noch relevant werden. Die können wir aber mitnehmen, weil daraus kann dann gekocht werden. Okay. Kurz mal überlegen. Will ich hier alles, was ich verkaufen will? Das kann aber auch ins Materiallager. Das will ich. Das ist auch eine Weinflasche zum Lagern. Alles, was ich verkaufen will, will ich hier reintun. Ein Tonbecher ist eine Deko-Sache. Die kann ich hier auch erstmal reintun. Das ist okay. Und den Beerenwein, den können wir noch verkaufen. Der ist wertvoll. Den Rest packen wir in unser Nahrungslager. Jo. Aber Leute, wir sind... Oh, wisst ihr was? Unser schöner Waschzuber. Der steht ja natürlich gar nicht mehr hier. Wir müssen jetzt hier immer erstmal trinken. Ach, wir sind schon wieder sauber geworden. Durch die neue Jahreszeit oder was? So. Wir gucken mal. Wie geht's eigentlich jetzt unseren Leuten? Scheint jetzt erstmal allen gut zu gehen. Jaromir 0. Ist das tatsächlich so, dass sie jetzt nicht arbeitet? Ja, genau. Wir hätten jetzt einen Platz frei in der Jagdhütte. Das heißt, solange die anderen Gebäude nicht da sind, könnten wir da was zuweisen. Was ist denn das hier? Ist das Jagd? Nee, das ist Jagd, ne? Dann macht Leonarda das mal. Okay, alles klar. Dann ist das noch ein bisschen effizient genutzt. So, das nächste, was wir machen sollten... Warte mal, wir werden jetzt erstmal unser Inventar ein bisschen ausdünnen. Was haben wir hier dabei? Das sind alles Gebrauchsgegenstände, die müssen rüberwandern. Holzstamm, Leder, Metflasche, Steine, Stöcker, Weinflasche. Okay, und der Kram, ja, den packen wir jetzt auch mal hier rein. Der Kram, der wird dann zu Ende gammeln. Das ist in Ordnung. Den bringen wir hier rein. Ich glaube, wenn er 0% hat, dann kann man ihn verarbeiten, oder? War das nicht so? Also das Fleisch will ich nicht mehr essen. Ich hätte echt ein bisschen... wo ist eigentlich die Armbrust hin, sagt mal? Achso, die habe ich hier wahrscheinlich noch, ne? Ist die Armbrust eigentlich cool? Die macht erstmal basismäßig 40 Schaden. Und der Bogen macht 45.
Okay. Der Holzbolzen macht 35 Schaden und der Steinpfeil 25. Das heißt, der macht 10 Schaden mehr. Das heißt, die Armbrust ist von der Warte her eigentlich ganz gut. Aber die dauert lange zum Laden. Vielleicht hat die aber auch keine. Die schießt möglicherweise genauer, ne? Ich würde sagen, das probieren wir direkt mal aus, wie das funktioniert. Also bitte mal die Armbrust in die Hand nehmen. Wo hat er die jetzt hingepackt? Ach da. 7 und den Bolzen. Wir bräuchten jetzt mal irgendwie auch eine Zielscheibe. Können wir die eigentlich schon bauen? Wir zielen mal darauf. Okay. Ja, finde ich jetzt nicht ewig. Zielgenauigkeit ist jetzt eigentlich identisch, oder? Aber sie macht halt ein bisschen mehr Schaden. Ich habe das Gefühl, die Armbrust. Also sie macht auf jeden Fall mehr Schaden als der Bogen. Und ich habe das Gefühl, es wird halt rangezoomt. Dadurch geht das Zielen doch deutlich einfacher. Durch den Zoom-Effekt. Der ist, glaube ich, beim Bogen nicht so vorhanden. Haben wir mal ein Kaninchen oder so in der Nähe? Aber bei dem Wetter schwer zu erkennen, ne? Schneller schießen kann man, glaube ich, nicht. Tendenziell würde ich sagen, eher ein bisschen langsamer. Aber auch nicht so langsam, dass es mich jetzt stören würde. Das ganze Wild ist verschwunden. Aber so sehen wir, da hinten ist ein Hirsch, aber ja, wir können es mal probieren. Da brauchen wir, glaube ich, 3 Treffer oder so. Gucken, was die für eine Reichweite hat. Wow! Okay. Mit dem Kopfschuss sofort erledigt. Ja, doch, ist besser. Na gut, ich meinte, Sniperwallen war natürlich wieder am Start. Da ist ja fast jeder Schuss ein Treffer. Okay. Festtagsbraten zur Feier des Sohnes. Ich glaube, das lassen wir mal. Finde ich ganz gut, das Ding. Ja, das könnte auch sein, dass der Pfeil gerade fliegt und nicht so abfällt. Das könnte auch noch der Fall sein, ja. Leider ist sie schon ziemlich kaputt, aber ist die Frage, ob wir jetzt den Bogen erstmal zu Hause lassen. Wir müssen jetzt nicht zwei Sachen rumschleppen. Ich glaube, das mache ich. Lassen wir den Bogen jetzt erstmal da. Bogen ablegen. Ich würde gerne die Armbrust dahin schieben. Kann ich das? Ja, kann ich. Okay. So. Die Bolzen behalten wir. Die Pfeile legen wir mal ab. Den Bogen legen wir auch ab. Und die Steinpfeile auch erstmal. Wobei es könnte natürlich sein, dass sich hier unser Freund wieder mit uns messen will und da haben wir keinen Bogen dabei. Naja, die Ernte, die werde ich selber einfahren. Das geht jetzt schnell. Ich will außerdem die Skillpunkte haben. Das machen wir jetzt mal selber. Ach so, wir brauchen eine Sense. Wie sieht's aus mit der Sense? Können wir. Verdammt, man kann keine Sense herstellen? Shit. Für eine Sense brauchen wir vermutlich eine Schmiede, oder? Warte mal kurz. Technologie. Schmiede. Steinsichel. Eine Sichel? Sichel. Sichel geht auch. Okay, die muss ich freischalten. Konnte ich die eben jetzt hier auswählen? Steinaxt? Nee. Das heißt aber, für die Sichel brauchen wir eine Schmiede oder geht das auch in der Werkbank irgendwie? Vermutlich nicht, ne? Hier gab es das nicht. Gab es hier Sicheln? Nee, das wäre Quatsch. Hier gab es nur Bolzen und so ein Kram.
Okay, brauchen wir nur Schmiede. So. Das ist natürlich blöd. Ich wollte ja eigentlich eine Küche bauen. Das heißt, um ernten zu können, und wir sollten ernten, das wäre jetzt sonst ein bisschen ärgerlich. Karotten und Kohl ist nämlich fertig. Müssen wir also als nächstes, das ist gewissermaßen jetzt zwangsläufig, müssen wir die Schmiede bauen. Wir gucken mal, was wir dafür brauchen. Also, Produktion vermutlich. Schmiede, 8 Holzstämme. Mal gucken, wie groß das wird. Ja, vielleicht kann ich im Dorf eine Sense kaufen, aber ich will jetzt nicht runterrennen ins Dorf. Das ist mir jetzt zu viel des Guten. So, 8. Das insofern ist halt so. Wir bauen dann erst die Schmiede. Die Frage ist jetzt, wo die Schmiede hinkommt. Könnte sie mir hier eigentlich ganz gut vorstellen. Ja. Oder na jetzt da noch eine zweite Reihe zu bauen. Nö, bauen wir sie hier hin. Holzfäller umstellen? Keine Ahnung, was die Schmiede braucht. Wir werden es mal sehen. Ich hacke jetzt erstmal ein bisschen. Ja, die Küche. Aber die Küche würde ich vielleicht woanders hinbauen. So, ich guck mal, wie groß das ist. Wir machen mal noch die Baumstümpfe weg. Direkt an den See? Weiß nicht. Jetzt tragen wir zu viel, das ändert sich aber gleich. Wir schauen mal. Okay. Ja. Wahrscheinlich muss der Baum hier noch weg. Der stört so ein bisschen. Ist die Frage, wo die Küche hinkommt. Küche würde ich vielleicht in den anderen Bereich machen, oder? Machen wir die Schmiede hin. Und die Bäume nehmen wir vorher aber noch weg. So eine Art Handwerkerviertel schon. Also der Plan ist, ich zeige es nochmal kurz, das ist nicht der Plan. Ich will hier so rund weiterbauen, hier so die Häuser machen und in dem Mittelbereich will ich die Gewerke so machen, sage ich jetzt mal. Hier an der Straße und da so. Ist im Moment der Plan. Okay. Dann hauen wir das noch weg. Sieht so ein bisschen so aus, als ob die Schmiede etwas schneller zu machen ist als ein normales Wohnhaus. Das ist erfreulich. So, was brauchen wir denn hier? Wir haben jetzt schon einiges Holz an Bord. Wo ist denn der Hammer jetzt hin? Der Hammer ist jetzt auf 4. Ja, natürlich. Wo er immer war. Okay, also Stöcker, Holzstämme. Stöcker wird jetzt erstmal das Thema sein. Aber das ist ja alles noch sehr bescheiden, was man hier benötigt. Das ist ja doch ziemlich schnell gemacht. Was jetzt? Okay.
war kurz aus dem Baumodus raus. Jetzt fehlen die Stöcker. Hier oben brauchen wir auch noch ein paar Stämme. Da brauchen wir Stroh für. Das haben wir auch noch genug, glaube ich. Stroh und Stöcker. Sind das jetzt zwei verschiedene Elemente? Weiß ich nicht genau. Wir werden sehen. Okay. So. Stroh haben wir noch 211. Wir brauchen maximal 50. Stöcke haben wir 216. Habe ich nicht aufgepasst, wie viel wir brauchen. Nehme ich mal 100 mit. Davon haben wir Gott sei Dank genug. Aber man hätte es vielleicht noch ein bisschen näher ransetzen können. Aber okay. Hier kann man vielleicht später noch einen Weg durchmachen oder so. Okay, es sind tatsächlich vier Elemente. Gut, dass ich genug Stroh mit dabei habe. Regen ist euch jetzt zu laut? Dann mache ich es ein bisschen leiser. Ich fand... Stimmt, das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich das letzte Mal runtergedreht habe. Mache ich das jetzt mal auch. Wenn dann wieder eine Jahreszeit ohne Regen ist, mache ich wieder höher, weil ich ansonsten das Vogelgezwitscher finde ich schon ganz nett. Bei dem Wetter sollte man das Getreide stehen lassen, das stimmt. Ja, die Schmiede mit Strohdach ist auch so eine Sache, ne? Stichwort Feuergefahr. Okay, Schmiede ist gebaut. 12 von 15. Hey, das sieht aber cool aus. Gefällt mir. So. Jetzt die Frage. Esse verwenden, ja, okay. Das ist aber nicht das, was wir machen wollen. Hier, Werkbank, genau. Holzwerkzeuge, Holzwaffen, Steinwerkzeuge. Okay, was geht denn hier alles? Holzhammer, Holzschaufel, Holzhacke. Dann die ganzen Waffen. Knüppel. Oh, hier kann man auch eine Armbrust herstellen. Haben wir aber die Technologie noch gar nicht. Interessant. Haben wir tatsächlich eine Waffe, für die wir technologisch noch gar nicht so weit sind. So, Steinwerkzeuge. Jetzt kommen wir der Sache vielleicht näher. Hier, Steinsichel. Wir brauchen einfach nur vier Steine. Okay. Ist die Frage, ob wir da gleich mehr produzieren. Zwei oder drei. Dann suchen wir mal wieder Steine. Ich produziere gleich mal drei. Zwölf Steine. Pilze sammeln können wir natürlich auch im Herbst, aber Steinpilz. Na, wer sagt's denn? Neben den Stein. Aber ach, was soll's. Ein Holzspeer, ja, den können wir auch schon so bauen. Aber... Ein Birkenmilchling finde ich jetzt auch nicht so spektakulär. Bin da kein großer Fan von dieser Waffe. So, 12 haben wir, das reicht auch erstmal. Wir sind schon wieder überladen. Ach, da lag ein Speer rum. Kann sein, dass wir schon mal mit dem Speer hier rumgefeuert haben am Anfang. Das ist gut möglich. So. Was gibt es denn hier an Steinwaffen? Wurfsteine? Okay. Steinpfeile und Steinspeere, ja. So, dann stellen wir mal... Kaufen wir das Schema erstmal. Und stellen drei Sicheln her. Okay, alles klar.
So, die müssen wir dann noch anlegen. Packen wir sie auf die 7. Und ich fürchte, ich muss auch ein bisschen was ablegen, sonst können wir hier nicht vernünftig ernten. Was schleppe ich denn hier rum? Fleisch? Ach so, den ganzen Kram. Ja, alles klar. Wie viele Stämme haben wir denn eigentlich? 38? Ja, langsam. Na gut, wir werden... Ich glaube, langsam müssen wir tatsächlich mal wieder umschalten bei unseren Arbeitern. Bei der Produktion. Nee, bei der Gewinnung. Holzschuppen. Ja, lohnt sich wahrscheinlich nicht, das so fein zu justieren. Gehen wir mal hier auf 50 und da auf 40 wieder hoch. Okay. Stöcke haben wir, glaube ich, genug, oder? Was ist eine Sichel wert? Eine Sichel ist wert 45. Mehr wert als ein Eimer. Aber man muss auch sammeln. Blödes Zeug sammeln. Gut, dann ernten wir jetzt mal. Okay. Das ist ja irgendwie witzig gemacht. Aber es kostet Ausdauer, merke ich gerade. So wie Necht auch. Es reicht aber, glaube ich, man muss das nicht so machen, wie ich das mache. Man kann das auch ausdauerschonend machen, wirklich. So, brauchen wir dafür auch? Nee, das sammeln wir, ne? Ich habe irgendwie 10 Bolzen. So, Karotten. Jetzt noch den Kohl. So, und das nächste Ding ist, dass wir jetzt mal so ein bisschen ins Kochen kommen mit dem ganzen Zeug. Okay. Das heißt, als nächstes müssten wir eigentlich auch wieder Dünger ausbringen. Ich guck mal rein jetzt, was wir hier düngermäßig haben. Fleisch, 18 Fleisch, okay. Karotte 45, Kohl 81. Müssten wir nicht auch Kohlsaat bekommen haben? Ah, ja, ja. Das Saatgut, ah ja, Karottensamen, Kohlsamen und Weizen selbst. Was macht man, warte mal, aus Weizen? Wie funktioniert das jetzt nochmal? Ich würde gerne das Saatgut hier lagern. Weizen kann man jetzt hier über den Dreschboden... Was stellt man da her? Weizenkorn und Stroh bekommt man. Okay. Ah, so kriegt... Oh, wir haben das nächste Gebäude, die Näherei. Prima. Okay, also so bekommt man Weizenkorn, dass man dann auch wieder weiterverwenden kann. Verstehe. Und Stroh kriegt man auf diese Art und Weise auch. Ich würde sagen, das werden wir auch mal machen, ne? Oder muss man das aussuchen? Kriegt man Stroh mit dazu? Wir stellen das mal kurz mal ein her, um das mal zu testen. Ja, wir haben Stroh tatsächlich mit dazu bekommen. Gibt es irgendeinen Grund, warum man Weizen jetzt nicht dreschen sollte? Ich glaube, das muss man ja in jedem Fall machen, oder?
Also insofern können wir das, glaube ich, jetzt machen, oder? Gibt es irgendeinen Grund? Na, wir sehen doch aus Weizenkorn. Wir sehen doch nicht Weizen. Also wir kriegen jetzt Weizenkorn und Stroh. Und dieses Weizenkorn können wir entweder zum Mehl verarbeiten oder zur neuen Aussaat nehmen. Okay, so ist das, glaube ich. Aber wir müssen eigentlich was trinken. Vielleicht kriegen wir das noch durch. Ja gut, dann gibt es jetzt ein bisschen was zum Zurücklehnen. Das ist aber auch sehr befriedigend. Schon lustig. Hier verliere ich keine Ausdauer, zum Glück, ja. Okay, also ich würde gerne das Saatgut, ich weiß, dass später nachher die Bauern das Saatgut aus dem Materiallager holen, das ist mir klar. Aber solange ich selber aussehe, möchte ich ehrlich gesagt das Saatgut hier so ein bisschen unter Kontrolle haben. Deswegen bringen wir das jetzt mal hier hin. Alle Karottensamen, alle Kohlsamen und das Weizenkorn, wobei wir das natürlich einerseits aussehen können oder zu Mehl verarbeiten können. 58 hat das jetzt gebracht. Stroh ist natürlich dann Rohmaterial. Okay, was wir mal gucken müssen, haben wir jetzt Kram, um Dünger herzustellen? Dünger, Dung brauchen wir dafür. Oder Verdorbenes. Das wäre nämlich jetzt eigentlich der nächste Schritt. So, wo ist das? Hier oder da oder da? Das muss ja hier sein. Verdorbenes. Wir haben nur zweimal Verdorbenes. Okay. Kann sein, dass wir im Materiallager das hatten. Bin mir nicht ganz sicher. Ich vermute das. Dass wir da noch Dünger hatten. Ja, ja, das Saatgut nehme ich dann auch hier noch mit raus, ja. Ich glaube, hier ist das Saatgut, ne? Dung. Dreimal Dung. Fünfmal Dünger. Damit kommen wir nicht weit, Leute. Das ist jetzt tatsächlich das Problem. Sonst könnten wir nämlich jetzt schon wieder noch was anpflanzen. Ich nehme das trotzdem mal auf. Die Samen nehmen wir auch noch mit. Ja. Okay, dann lassen wir noch das Stroh hier und bringen das erstmal rüber. Ja, Dung kann man bestimmt kaufen, ja. Ist die Frage, ob sich das lohnt. Aber ja, wir werden vermutlich... Ah, wisst ihr, was ich noch nicht geguckt habe? Ah, wir haben wieder eine Quest, okay, und... Vermutlich Alwins Quest, die können wir auch weitermachen. Und Technologie müssen wir auch nochmal gucken. Grabungsschuppen ist natürlich wichtig. Näherei ist jetzt freigeschaltet. Oh, Klamotten. Ja. Gibt so viele nette Sachen. Aber ich denke, Küche und Grabungsschuppen sind schon wichtiger jetzt. So. Okay, also von dem Kram haben wir eigentlich ziemlich viel. Was ist eigentlich mit Kohlsamen? Die müssten wir doch auch bekommen haben. Ach da, 26. Ich kann mal wieder nicht lesen. Alles gut. Okay, so. Wir stellen einmal Dung her. Und Verdorbenes reicht noch nicht. Gut, da wir Dung im Moment noch selber herstellen, werde ich das hier auch mal lagern, zwischenlagern. Weil mit 6 kommen wir ja nicht weit, oder? Was hatten wir nochmal für eine Feldgröße? Wir gucken mal ganz kurz.
Wir hatten, na, 5. Eine Reihe könnten wir ansehen von irgendwas. Die Frage ist, welches Saatgut kann man überhaupt im Herbst ansehen? Das ist nochmal interessant. Karotten im Winter oder Frühjahr? Frühjahr oder Sommer? Was mit Mond passiert, weiß ich auch nicht. Hier, Weizen können wir im Herbst ansehen. Und Zwiebel. Okay, das Einzige, was wir im Moment ansehen können, ist Weizen. Das heißt, wir haben 6 Dünger. Wir könnten eine Reihe zumindest Weizen ansehen. Das würde gehen. Nehmen wir uns mal 6 Weizenkörner mit. Dann haben wir das schon mal erledigt. Säckchen in die Hand nehmen, dann sehe ich es. Wir haben noch Kohlsamen drin. Weizenkorn. Herbst, Sommer. Ja. Machen wir das mal, weil wir brauchen erstmal Dünger. Ach nee. Müssen wir erst pflügen? Nee, erst düngen, ne? Ungepflügt. Normalerweise bringt man erst den Dünger aus und dann hackt man darüber. Habe ich jetzt alles? Ja. Haben wir eine Hacke am Start? Ist das eine Hacke? Das ist eine Hacke. Irgendwann machen das natürlich unsere Arbeiter, aber im Moment ist das noch unser Job. So, dann wählen wir mal Weizenkorn aus. Und bringen den aus. Trinken, ja. Okay, gut. Der Rest kommt jetzt erstmal hier rein. Wird dazwischen gelagert. Okay, wir trinken und essen dann gleich nochmal. Wo ist der See? Da unten ist der See. Gut. Okay, was machen wir jetzt? Kurz mal überlegen. Ich würde sagen, als nächstes entweder die Küche oder dieses Material-Ding. Ich tendiere erstmal tatsächlich zu diesem Material-Ding. Die Frage ist, wie groß ist das und wo. Also, ja, wo bauen wir das hin? Gewinnung. Mine, Brunnen, Grabungsschuppen. 8 Holzstämme mal wieder. Okay. Ja, ich meinte, man könnte es daneben bauen. Wir gucken mal so spaßenshalber, wie groß das Ding wird. Gewinnung. Grabungsschuppen. Okay, das ist so ein schmales Teil. Das würde eigentlich ganz gut daneben passen. Finde ich ganz gut. Werden wir einfach die 4 Bäume abhauen. Nee, rechts nehmen will ich nicht zubauen. Vielleicht wird hier noch ein Weg kommen. Das will ich mir noch ein bisschen offen halten. Ich will nicht zu eng da bauen. Erfahrungsgemäß baut man am Anfang immer zu eng und dann nervt es einen irgendwann. So, ja, die Schaufel ist kaputt gegangen, aber gerade noch rechtzeitig, dass wir alles ausbuddeln konnten. Nein! Ein Stumpf ist da noch. Na gut. Sollte kein Problem sein. Wir haben, glaube ich, alles da.
um die nachzubauen. Jawohl. Okay, eine Eisenschaufel haben wir auch noch dabei. Warum nehme ich die nicht einfach? Komisch. Weil die Eisenschaufel können wir für was anderes eigentlich nicht verwenden, gebrauchen, glaube ich. Insofern könnten wir die auch zu Ende benutzen. So. Wir sind schwer beladen. Die bringt noch nichts ohne Lehmgrube. Wieso? Die sammeln doch auch Steine und so, ne? Also, ich glaube, das bringt schon was. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber das Gebäude schien mir jetzt auch nicht so kompliziert zu sein. Gewinnung. Hier. Gebäude zur Rohstoffgewinnung. Liefern Stein, Stroh, Kalkstein und Ton. Und zum Beispiel Kalkstein wollten wir haben. Für die Verputzung. So, wir platzieren das. Ah, ich glaube, das ist unkritisch. Gehen wir ein bisschen zurück. Ja, sauber. So, Holzstämme. Gut, wir brauchen noch 3 Holzstämme und fürs Dach 4, 5 und 16 Stroh. 5 Holz, 16 Stroh. Hier sind wir. Kleines, niedliches Gebäude. Und vor allem kann da unser neuer Mann jetzt arbeiten. Ach, verdammt, das sind... Oh, nee, ernsthaft? Das sind auch 4 Felder. Na gut, nicht so schlimm. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal 16 und 2 Holzstämme. Also, nochmal 2 und nochmal 16. Jeder Gang war schlank, ja. Wie haben wir eigentlich diesen Weg so glatt hinbekommen? Ist das ein, haben wir hier so einen Doppelweg gemacht? Ja, ne? Das hätte ich ja da auch machen müssen. Die Hauptwege müssten eigentlich dann doppelt sein. Die Holzstämme habe ich wieder eingestellt. Okay, der Schuppen ist fertig. Hier ist scheinbar nichts Spektakuläres, nur eine Truhe. Dann gucken wir gleich mal in die Verwaltung, was wir denn jetzt mit diesem schönen Schuppen machen können. Also der Grabungsschuppen. Hier brauchen wir eine Spitzhacke und eine Schaufel als Werkzeuge. 2 Arbeiter können hier arbeiten. Und was holen die? Die brauchen... Also Stein können die holen, Ton können die holen. Das machen die aber ohne... Das machen die ohne eine Tongrube. Das holen die einfach so. Glaube ich, ne? Okay.
Die Frage ist, was wollen wir da einstellen? Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal Spitzhacken. Ich würde sagen, 3 Spitzhacken und 3 Schaufeln werden wir erstmal produzieren. Im Lager liegt auch noch Weizenkorn. Okay. Gut. Das produzieren wir jetzt nochmal, damit wir das nämlich gleich einstellen können. Also, Schaufeln. Da brauchen wir Holzstämme. 6. Und bei den Spitzhacken brauchen wir 12 Steine. Und 3 Holzstämme. 9. Also 12 Steine, 9 Holzstämme. Ja, ist die Frage, ob wir das mit dem Kalkstein erstmal sein lassen und uns konzentrieren auf normale Steine, die wir jetzt irgendwie auch immer dringend brauchen, wie wir sehen. Also volle Pulle auf normale Steine gehen, auch wegen der Steinhäuser. Wobei das mit dem Kalk natürlich auch gut ist. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir ins Bett. Falls es nicht schon morgen dann ist. So, 8. Ja, Riesenschirmling, natürlich Zweige. Oh, und essen sollten wir auch nochmal. 10. Nicht, dass wir uns hier im Wald verirren. Wo ist, da sind wir. Da liegt ein Holzspeer, ja. Der kann da liegen bleiben. Okay. Ist ganz schön gruselig aus, ne? Genau, Steine sammeln ist auch das Nervigste. Das sehe ich auch so, deswegen würde ich das tatsächlich im Moment erstmal maximieren. So. 9 Holzstämme. Dann können wir das erstmal fertig machen. Handarbeit, 3 Spitzhacken bitte. Ah, ich Idiot. Ich habe rechts geklickt. Ich hoffe, ich habe die Materialien noch. Finger weg von der Maus. Der Holzspeer, ein Überbleibsel aus der barbarischen Zeit, Steinwalz. Ja, genau. Gute Nacht, Viarel. So, die Spitzhacken haben wir. Und jetzt noch, was wollte ich noch? Holzschaufel, genau. Auch davon 3 Stück. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genügt es, wenn wir das hier in die Truhe legen. Dann bedienen sie sich daraus. Das können wir eigentlich auch mit den anderen Steinsicheln schon mal machen. Die bauen wir nämlich jetzt nicht. Und die 3 Spitzhacken ebenso. Okay. So, das heißt, jetzt können wir verwaltungstechnisch das eigentlich mal einstellen. Grabungsschuppen. Wir haben hier noch einen freien Mann. Was ist denn das? Welches? Ich sehe immer nicht. Welches wird hier erfordert? Ach, das ist immer, was grün angezeigt wird. Ah, okay. Alles klar. Dann ist die Frage, können wir hier noch ein bisschen was anderes irgendwie einsetzen? Ja, ich weiß nicht, ob wir das noch irgendwo optimieren können. Ich meine, der hat 2, ist auch nicht so schlecht. Mein Handwerker ist suboptimal. Das stimmt, ja. Das stimmt. Nee, der Handwerker ist suboptimal für diese Aufgabe. Der macht ja aber eigentlich was anderes. Handwerk ist ja was anderes. Handwerk ist hier hinten. Dafür ist er gut. 3. Der Wasserträger. Unter was läuft das? Warum die hier kein Tooltip haben, nervt mich tierisch. Was ist Wassertragen? Jagd ist offensichtlich das. Das sind 2. Jäger 3. Holzfäller. Ja, was ist Holzfällen?
Nummer 1 hier vermutlich, ne? Ja, zwei Jäger brauchen wir auch nicht. Das stimmt. Okay, Wasserträger ist das erste. Wir werden mal sie daran setzen. Und die Frage ist, ob wir überhaupt zwei Jäger brauchen. Fleisch haben wir eigentlich komplett genug. Jagd ist das hier. Jagd wäre Niroth nicht so gut. Insofern sollte sie Jäger bleiben. Holzfäller. Holzfäller ist auch Gewinnung. Der sollte auch da bleiben. Insofern, ja, ist das jetzt die beste Lösung. Niroth macht das jetzt erstmal. Okay, alles klar. So, und jetzt die Aufgaben. Ja, ich würde sagen, komplett Stein, ne? Das heißt, wir kriegen pro Tag 50 Steine. Aha, pro Level 10. Interessant. Gut. Dann lohnt es sich nur ins Bett zu gehen. 22 Uhr, perfekt, gute Zeit. Ja, heute machen wir das mal anständig. Beim Wasserträger ist die Fähigkeitsstufe nicht so wichtig. Das ist vermutlich wahr. Ja, die Frage ist, ob wir da noch irgendwas optimieren können. Wer arbeitet denn da? Ludwig. Ah, ist jetzt auch egal. Ludwig sehen wir jetzt hier nicht. Das müssen wir bei den Personen uns mal angucken. Ludwig, Wasserträger. Der wäre für andere Sachen besser geeignet. Schaut mal, Jaromir ist schon mit 0 Jahren ziemlich talentiert. Okay. Wir gehen schlafen und essen am nächsten Tag was. Dass wir... Oh, doch. Ich habe mich ja das letzte Mal dahin gelegt. Aber wir wollen natürlich hier im Doppelbett mit unserer... mit unserem Eheweib schlafen. Bis zum nächsten Tag. So. Sie ist mit Baby unterwegs. Stimmung 61%. Ja, ja. Sie hat uns Roggenbrei gegeben, weil wir so hungrig sind. Was würde ich ohne dich tun? Großartig. Großartig. Wie steht es? Unterhalten. Wie war dein Tag bisher? Im Herbst gibt es immer was zu tun. Alles klar. Mach's gut, meine Liebe. See you soon. Ja, dann essen wir doch direkt mal das gleich, was sie uns hier gegönnt hat. Das ist ja ein echt lieben Roggenbrei. Wunderbar. Das Schlimmste ist schon mal behoben. Oh, das Wetter ist gut, Leute. Fantastisch. Müsste ich direkt eigentlich die Audio nochmal wieder hochsetzen. Okay, ja, wunderbar. Herrliches Herbstwetter. Gut. Jetzt ist die große Frage, was tun wir jetzt? Also, die holen Steine. Wir werden, warte mal, questmäßig... Ist natürlich Uniergos Geschichte schon ganz cool, wenn wir da einen Esel bekommen könnten. Alvins Geschichte geht auch weiter und wir haben noch eine Quest. Also wir sollten auf jeden Fall hier auch hingehen und auch mit ihm hier wieder sprechen. Das müssten wir in der Jahreszeit machen. Wir sind schon Tag 2. Aber ich würde jetzt gerne eigentlich die Küche mal bauen. Küche bauen, weil dann können wir nämlich was kochen und das können wir auch ganz gut verkaufen. Das scheint mir jetzt mal der nächste Schritt zu sein. So, jetzt ist die Frage, ein richtiges Lagerfeuer. Es gibt kein besseres Lagerfeuer. Das Lagerfeuer ist übrigens weg, Leute. Wie ist das denn passiert? Das ist ja noch schlimmer. Jetzt ist die große Frage, wo bauen wir die Küche hin? Wo bauen wir die Küche hin? Vielleicht erstmal gucken, wie, was für ein fettes Gebäude das ist. Oder auch nicht. Gewinnung, Jagd, Landwirtschaft, Tierhaltung. Ist das Produktion? Küche, ja. Küche 1, natürlich wieder 8 Holzstämme. Die holen wir uns erstmal.
Es gab 3 in dem Lagerfeuermenü. Okay, warte mal kurz. Deko. Ja, da haben wir aber noch nicht die Technologie für, ihr Lieben. Genau, das ist das, was ich brauche. Da brauchen wir Überleben. Küche im Dorfzentrum. Ja, 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 ich tendiere auch dazu. Die Frage ist, wo ist das Dorfzentrum, ne? Wir holen uns erstmal die 8 Baumstämme. Man könnte es vielleicht hier hinter unserem Haus machen. Dass wir hier, wie geplant, wie ich schon sagte, dass wir hier einen Weg auch nochmal reinmachen. Hier ist dann viel einzuschlagen. Und das dann dahinter setzen. Oder gibt es noch einen besseren Ort? Also, ich hoffe, es gibt da noch eine Kneipe. Die muss eigentlich ins Dorfzentrum. Alternativ könnte man sie auch hier an diese Ecke ans Feld stellen. Aber ich weiß nicht, wie das... Wir gucken mal, wie groß die wird, die Küche. Davon hängt das jetzt ab. Produktion, Küche. Aber die ist relativ klein, ehrlich gesagt. Könnte man auch dahin machen, oder? Oder wirkt das zu gepresst? Was war das denn eben für eine Anzeige? Ach, so kann ich die auch auswählen. Ah, cool. Okay. Tja, was meint ihr, Leute? Küche. Hier auf die Ecke setzen? Passt eigentlich, ne? Es ist in der Nähe des Nahrungsmittellagers. Das Feld passt da noch gerade so hin. Könnte man machen. Ich glaube, das machen wir auch so. Und den Baum lassen wir stehen, finde ich auch. Jetzt habe ich ja... Das ist ein guter Ort. Das ist ein guter Ort. Kann man so lassen. Okay, Leute, wir müssen uns mal was zu essen besorgen. Ich hoffe, es kann sein, dass wir... Wisst ihr was? Wir bauen vielleicht erst die Küche fertig und dann essen wir. Wir haben kein gebratenes Fleisch. Apfel bringt aber auch ein bisschen was. Also nur einer. Können wir noch irgendwas essen? Unreife Beeren, Zwiebeln. Nee, ist doch erbärmlich. Wir müssen schnell die Küche bauen und Fleisch braten. Das ist denn jetzt der Plan. So, was brauchen wir dafür? Ich weiß nicht, ob es reicht zeitlich. Meine Leute wollen auch essen. Stimmt, 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 stimmt. Aber die können sich aus dem Rest irgendwas zusammensuchen. Schaut mal, grundsätzlich haben wir ja die Nahrung. Okay, wir brauchen das Übliche. Holzstämme, aber gar nicht so viele. Oben brauchen wir was? Bisschen Stroh. Aber wir nehmen alles mit, was wir haben an. An Holzstämmen, Stroh und so weiter. Es sind nur 9. Das ist erstmal noch nicht so viel. Stöcker nehmen wir mal 50 mit. Oder 60. Stroh auch so etwa. Dann verbauen wir erstmal und dann sehen wir weiter. Sieht aber nett aus. Ja. Ich habe es genau gewusst. Schnell noch eine Holzhammer herstellen. Oder hatten wir noch einen?
Okay. Ich glaube, Holzstämme reichen vielleicht gerade so nicht. Müssen wir noch einen Baum fällen, aber... Im Grundsatz sieht das da schon ganz gut aus. Dann verbauen wir nochmal das letzte Reet. Ob ich mir einen Steinhammer mache? Ach, warte mal, was ist das da schon wieder? Ich weiß gar nicht, ob es Steinhämmer gibt. Das können wir uns angucken. Das wäre natürlich sinnvoll. So, das heißt, jetzt brauchen wir einfach nur zwei Holzstämme. Müssen wir kurz mal einen Baum fällen. Nehmen wir mal den hier. Der steht eh zu dicht. So, jetzt macht er alles kaputt. Eieieiei. Aber es ist schon lustig, dass sie trotzdem so eine Physik eingebaut haben. Aber dass die Physik eigentlich nichts bedeutet. Im Sinne von Zerstörung. Das hätten sie eigentlich machen können. Warum eigentlich nicht? Wenn sie schon eine Physik haben. So. Da sind wir. Ha! Küche ist fertig. Oh, cool. Gefällt mir. Schon cool alles so. Müssen wir jetzt... Ah, okay. Hier können wir Fleisch braten. Und da können wir dann richtig nett kochen. Das heißt, wir können eigentlich doch jetzt schon das machen, was ich machen wollte. Nämlich eine Kohlsuppe. Aber dazu brauchen wir jetzt Holzschalen. Und wir müssen natürlich das Schema kaufen. Aber das Schema kaufe ich direkt mal. Und eine Holzschale haben wir auch dabei. Wir holen uns Kohl und Fleisch. Und dann geht's los. Erstmal machen wir für uns eine. Für den schnellen Hunger. Nehmen wir uns mal 20 Fleisch mit und 30 Kohl. Und ab geht die Kohlsuppe. Ah, 8 Sekunden, ja, das dauert seine Zeit. Schaut mal, wie schön. Gefällt mir. Prima. Haben wir in Herstellung sogar ein neues Level erreicht. Wunderbar. Dann werden wir die schnell mal essen. Bringt uns 30 Nahrung. Super. Okay. 0 Uhr. Danke, Mr. Selfie. So, wir gucken mal, was wir jetzt hier machen mit unserem Punkt. Produktion. Jetzt würde ich sagen, machen wir Kochwissen, damit wir hier schneller vorankommen. Weil wir werden jetzt ein bisschen kochen. Erhöhen wir da das Level. Okay, jetzt kurz mal überlegen, was ist jetzt der beste Plan? Wir sind jetzt Tag 2, 11.34 Uhr. Ich würde sagen, wir machen jetzt Folgendes. Wir werden jetzt erstmal wie blöde kochen. Dafür müssen wir aber Holzteller und sowas herstellen. Holzteller mitgegessen? Cool, super mit Croutons. Okay, also wir werden kochen. Und das Gekochte werden wir verkaufen. Zumindest das, was wir tragen können. Und dann werden wir das zweite Steinhaus fertig bauen. Um dann, wenn wir das gemacht haben, wieder hier zurück zu marschieren und die Quest zu machen. Das ist, glaube ich, das, was jetzt am sinnvollsten ist. So, jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt die... Haben wir den Holzteller jetzt mitgegessen? Nee, die Holzschale ist noch da. Okay, das heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, Holz... Ja... Die Frage, wie viel wir jetzt kochen wollen, ne? Auf einmal. Fleisch und Kohlsuppe. Ich guck mal ganz kurz hier rein. Küche.
Kohlsuppe haben wir erworben. Das werden wir jetzt erstmal herstellen. Das ist genau andersrum, das Verhältnis. Das wiegt 700 Gramm und hat einen Wert von 50. Die Eimer hat nur einen Wert von 30. Insofern schon ganz gut. Okay, der Zustand hat sich verschlechtert. Aber wenn man es verkauft, wird man das ja vermutlich mit dem Ding verkaufen, ne? Schätze ich mal. Okay, passt auf. Ich stelle jetzt 20 Holzschalen her und 20 Kohlsuppen. Beziehungsweise 19 Holzschalen und 20 Kohlsuppen. Runtergerechnet werden es dann 25 beim Verkauf. Ist das immer die Hälfte? Möglicherweise. Okay, dann müssen wir... Oh, hier ist noch ein Holzstamm hingefallen. Du musst mal hier kurz zur Seite gehen. So, Holzschalen. Ein Stamm bringt 5 Holzschalen. Das heißt, wir brauchen noch einen Stamm mehr. Der müsste eigentlich inzwischen im Lager sein. Ja. Ja, wir können dann auch komplett... Komm, dann machen wir alles voll Holzschalen. Dann machen wir 25. Gleich eine Gulaschkanone bauen. So, die Holzschale müssen wir aber erstmal freischalten, das Schema. Und jetzt bauen wir maximal Holzschalen. 25. Okay. So. Und jetzt werden wir 26 Mal Kohlsuppe kochen. Warte mal. Da hole ich jetzt mal einen Taschenrechner. Ja, in der Grube wird irgendwann Kalkstein gesammelt, aber erstmal wollen wir ordentlich Stein sammeln. Kalkstein ist erst so ein Luxusprojekt. 26 mal 3 sind 78. Wir nehmen erstmal das vergammelte Fleisch. Davon bitte 78. Und... Ah, ich hatte noch Fleisch. Ah, das bringen wir zurück. Und 26 mal 2 sind 52. Das kann ich noch gerade so... Wir haben gar nicht so viel Kohl. Okay. Das war eine Fehlkalkulation. Ah, nee, doch. Wir haben noch Kohl im Inventar, glaube ich. Ah, das kommt vielleicht doch hin. Egal. Ich nehme jetzt erstmal alles mit. So, und jetzt geht's ab, Leute. Jetzt kommt hier die, die Gulaschkanone. Ah, ich finde es schon gut irgendwie. Suppen. 26 Kohlsuppen. Ah, das ist der Moment für den Whisky, Leute. Ja, jetzt könnt ihr mal auf Klo gehen oder so. Kohlsuppen, das gibt dicke Luft. Aber jetzt müssten wir richtig, fertigkeitsmäßig müssten wir richtig leveln, ne? Falls wir jetzt einen Fertigkeitsstufenanstieg haben, werde ich das Kochen abbrechen und gleich auf die 5% nochmal gehen. Luft nach oben. Genau. Aber endlich wird das Fleisch mal ordentlich verarbeitet. Den Aufstieg gibt es nach Ende. Ja, das ist natürlich schade. Insofern ist das vielleicht unclever, so viel auf einmal zu machen, wenn man es jetzt min-maxen will. Vielleicht sollte ich bei der Hälfte vielleicht mal eine Pause machen. Mal gucken, ob wir da schon einen Aufstieg haben. Machen wir bei 13 mal Schluss, ne?
Ja, was, man braucht da kein WC, man kackt einfach in den Wald. Rat mal, was sie früher gemacht haben. Die sind einfach ein bisschen um die Ecke gegangen. So, okay, wir haben eigentlich 13, dann machen wir nochmal die 14. Es ist gar nichts passiert. Toll. Okay. Das wäre... Nein, jetzt habe ich nur eine. Ist egal. Das wäre auch zu schön gewesen. Felder düngen? Wir haben keinen Dünger. Dünger müssen wir kaufen. Da gut, aber dass du es sagst, das müssen wir im Dorf kaufen. So, noch 11. Die kacken auf die Felder. Ja, oder so. Genau. Ja, am Loch im Boden macht man sich halt, wenn man in den Wald geht, dann macht man sich direkt ein Loch im Boden, kackt rein, macht das Loch wieder zu. Danke. Leg überschüssige Nahrung vor die Tür, damit es verdirbt. Ach so. Ja, das kann man natürlich auch machen. Aber, ach, ja. Weiß nicht, ist auch ein bisschen cheesy. Wir müssen essen und trinken, aber das schaffen wir noch. Die 4 kriegen wir noch hin. Wir essen ja gleich mal eine Kohlsuppe, das gibt auch ein bisschen Trinken. Woran ist es jetzt eigentlich Mangelware? Fleisch oder Kohl? Oder Holzteller? Holzteller möglicherweise, ja, ja. Dann essen wir erstmal 3-mal Kohlsuppe, dann sind wir satt. So. Das war's erstmal. Gab aber tatsächlich keinen Stufenaufstieg. Dann lass mal ein bisschen Kohlsuppe futtern. So. Wir haben noch 9 Kohl, aber kein Fleisch mehr, oder? Dann gönnen wir uns nochmal 9 Fleisch und dann können wir 3 Kohlsuppen noch mehr machen. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Ja. Okay, also nochmal 9 Fleisch. Die Kohlsuppengeschichte ist noch nicht zu Ende. Ja, das war aber nur einer. Na egal. Wie schwer sind die? Das ist auch nochmal interessant. Auch gleich nochmal angucken, ob wir das gut tragen können. So, damit sind wir erstmal durch. Ja, 16, das ist doch gut. Einen guten Preis. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Okay. Kohle und Riesenschirm, den können eigentlich erstmal wieder weg. Na. Das Problem ist, Leute, jetzt erklärt mir mal, wie löse ich das Eimerproblem? Obwohl, eigentlich gibt es kein Eimerproblem, weil wir können auch die Wassereimer problemlos verkaufen. Ja, ist nicht so schlimm, wenn er da mehr Wasser reinmacht. Soll er machen. Es gibt kein Eimerproblem, vergesst es. Wir werden die Kohlsuppe noch hier zwischenlagern. Wir müssen sie bloß nachher, dann dürfen wir sie nicht vergessen. Beim Verkaufen. Okay. Federstock und Stroh haben wir nochmal mit dabei. Jetzt trinken wir erstmal was. Nee, Eimer Wasser sind nicht, lustigerweise nicht schwerer als ohne. Zumindest habe ich nicht den Eindruck. Müsste nochmal mal genau prüfen. Gut.
Okay, was war jetzt der Plan? Also wir haben das Kochstudio gebaut. Jetzt baue ich das Haus zu Ende. Genau. Haben unsere Steinesammler schon ein paar Steine gesammelt? Bestimmt, nicht wahr? Ja, immerhin schon 36. Das ist doch schon mal ein Anfang. Schon mal die Hälfte von dem, was wir brauchen. Wenn ihr euch erinnert. Das ist schon gut. Ah, das es macht schon Spaß, wenn man so langsam in die Automatisierung kommt. Gefällt mir schon echt gut. Okay, Holzstämme brauchen wir allerdings auch. Aber ich verbaue jetzt erstmal die Steine. Ja, ein Haus nicht ganz. Ein Haus sind irgendwie, haben wir ja gezählt, wir sind 75 Steine. Muss man ein bisschen noch selber nachsammeln. Nee, ich drücke die Taste F nicht lange beim Umsortieren. Irgendwie vergesse ich das jedes Mal. Ich weiß gar nicht, ob das schneller ist. Mal gucken. Haben wir eigentlich das hier oben? Das haben wir noch nicht verändert, ne? Das ist auch nochmal wichtig. Wir wollen ja hier... Ne, warte mal. Wie muss ich das machen? So? Nee. Bearbeiten. Warte mal. Wie ging das nochmal? Baumodus? Ohne den Hammer? Nee. Wie konnte ich das nochmal verändern? Da links liegt noch ein Stamm. Warte mal. Ich will ja hier... E drückt mit Hammer, ja. Ach so, komisch. Das wollen wir machen, das Dach. Warum hat das eben nicht geklappt? Ich weiß es nicht. So, hier liegt noch ein Stamm, richtig gesehen. Ja, da oben brauchen wir was? Da brauchen wir Bretter. Das heißt 6, 12, 18, 36 Bretter. Das ist eine Menge. Und auch Holz. Okay, alles klar. Wir haben jetzt ein Holzproblem. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal einen größeren Einschlag machen, so wie es aussieht. Was haben wir denn hier an Brettern inzwischen? Hundertundeins. Oh, krass. Das ist ja viel. Hatte ich gesagt, ja, 36. Okay, dann bauen wir erstmal das Dach wieder. Das ist fast ein bisschen zu viel, ne? Die Bretterproduktion können wir vielleicht ein bisschen runterschrauben. Brennholz habe ich konstant, glaube ich... Warte mal. Konstant... Ja, Brennholz könnte tatsächlich auch noch ein Thema werden. Guter Hinweis. Da müssen wir wahrscheinlich umdisponieren. Ja, müssen wir machen. Aber erstmal bauen wir das mal fertig hier. Wieso 36? Wegen 6 mal 6. 36. Passt auch. Bretter. In welcher Bretterwelt lebt ihr? Nee, es ist, glaube ich, korrekt berechnet gewesen. Okay, dann holen wir mal alle Baumstämme. Das ist zwar wieder das falsche Haus. Steinhammer, ja. Machen wir, wenn der kaputt ist. So. Warum sind jetzt eigentlich hier Holzschalen? Habe ich die da reingelegt? Hatten wir die vorher schon?
Wir haben nur noch zwei Stämme, okay. Stroh brauchen wir jetzt gar nicht, glaube ich. Das können wir komplett zurücklegen. Stöcker brauchen wir auch nicht. Federn sowieso nicht. Gut, wir müssen ein bisschen Holz fällen und dann Steine sammeln. Also wir brauchen 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 Stämme. So, wir wissen schon, dass der Weg nachher hier weitergehen wird. Das heißt, wir können hier schon ein bisschen was platt machen. Meine Leute essen die Suppe und legen die Schalen zurück. Ja, das ist es. Ihr habt natürlich recht. Die Leute essen die Suppe, die ich eigentlich verkaufen will. Und ich finde, die essen ganz schön viel, wenn die schon 5 Suppen gegessen haben. Was hatte ich gesagt? Wie viele Stämme wollte ich haben? Schön, dass ich das immer ausrechne und dann vergesse. Aber dafür habe ich ja euch. 13 habe ich gesagt, okay. 6. Wenn ich sie verkaufen will, lieber einlagern. Hm, stimmt, ja. So, wir haben 9. Das heißt, es reicht genau nicht. Wir müssen also noch einen Baum fällen. Das Dach... Ach stimmt, das Dach habe ich nicht mitgezählt. Richtig, da waren auch noch Baumstämme dabei. Ihr habt recht. Da fehlte noch was. So, dann fälle ich direkt nochmal ein. Dach müsste nochmal 6 mehr geben. Glaube ich, war ein Baumstamm pro Dach. Jetzt sind wir bei 13. Aber gucken, jetzt müsste es eigentlich hinhauen. Und dann noch die Steinchen. Achso, wir haben noch den Dachstuhl, richtig. Den habe ich noch vergessen. Ah, da ist auch noch ein Deutscher. Ja, ja, ist klar. Das reicht so gerade noch nicht. Jetzt ist auch noch der Hammer kaputt gegangen. Okay, also noch ein Baum. Jetzt gucke ich aber mal in die Schmiede, ob es Steinhämmer gibt. Keine Ahnung. Steinwerkzeuge. Es gibt keinen Steinhammer. Steinaxt, Steinmesser, Steinhacke, Steinsichel. Okay, also wir müssen einen konventionellen Hammer herstellen. Das können wir aber nicht ohne Holzstamm. Also müssen wir sowieso nochmal fällen. Das steht mir hier eh ein bisschen dicht am Haus. Und eigentlich... Vermutlich sollte ich gleich mal irgendwie 3 Hämmer herstellen, ehrlich gesagt. Was war das denn? Und die Steinaxt ist natürlich auch noch kaputt gegangen. Ich liebe es. Jetzt kommt eins zum anderen. Die Steinaxt kostet uns Stöcker und Steine natürlich. Das heißt, erstmal wieder 2 Steine suchen. Ja...
kein Thema. Ja, ich glaube schon, in der Kräuterhütte oder keine Ahnung, kann mir schon vorstellen, dass die Bewohner auch Pilze sammeln können. Ah, er nimmt die, manchmal nimmt er die sofort mit rein. Das verstehe ich nicht. Manchmal nicht und manchmal doch. Nun gut. Okay. Einen fällen wir noch. Um direkt auf Nummer sicher zu gehen. Na, ich hatte schon befürchtet, wir kriegen ihn nicht runter. Wo ist der andere? Der liegt jetzt da oben. Ha! Okay, der wird da für immer liegen und verrotten. Gut, wir bauen uns zwei davon. Immerhin. Und... Ah, schaut mal, jetzt hat er ihn nicht ausgerüstet. Interessanterweise vermutlich zu lange her oder so, ich weiß nicht. Es wird auch schon wieder dunkel, aber das müssen wir jetzt durchziehen. Ah, ne. Wir waren auf der anderen Seite. Da haben wir. Okay. Okay, alles klar. Gut, dann bringen wir jetzt den ganzen Kram weg und gucken, was hier noch an Stein gesammelt wurden. Und dann machen wir uns, an den Rest des Baus. Und dann gehen wir schlafen. Federn ist ja überhaupt kein Problem, habe ich das Gefühl. Wurde hier noch ein bisschen Stein gesammelt? Ja, immerhin 15. Das ist doch okay. Können wir das auch direkt schon verbauen? Also mit dem Steine sammeln, das klappt ganz gut. Machen wir erstmal das da oben fertig. Völlig erschöpft. Was fehlt hier noch? Okay, ein Stein, 9 Steine, 17 Steine, 23 Steine, 29 Steine brauchen wir, um das Ding jetzt hier noch fertig zu bauen. Okay. Dann machen wir uns an die Arbeit. Gehen wir mal hier wieder am Seeufer lang. Ah, das ist kein... Das ist ein Pilz. Na, ja, könnte sein, dass wir hier kaum was finden, weil wir es schon abgelatscht haben. Dann gehe ich mal nicht am Seeufer lang. Wobei, hier findet man das. Was sagte ich? 29, ne? Na, kein Wildschwein jetzt hier noch. Stichwort Wildschwein. Ich speichere mal. Aber eigentlich war in der Gegend lange kein wildes Tier mehr. Was hatte ich gesagt? 29? Ich werde mal 30 sammeln. Okay, 29. So, hier sind noch ein paar.
Steine sammeln ist echt die unangenehmste Tätigkeit. Bin fast schon geneigt, noch ein zweites von den Gebäuden zu bauen. Oh, das klingt nach einem Wolf oder so. Nee, das ist nur ein Fuchs. Okay, wartet. 28. Oh, komm, gib mir den Stein. Jetzt haben wir 30. Wo ist unser Dorf? Da hinten in weiter Ferne. Der Moment für die Armbrust. Das stimmt, aber wir brauchen jetzt kein Fleisch, alles gut. Vielleicht machen wir mal irgendwann einen Tag, wo wir komplett auf Jagd gehen, um diesen ganzen Skillbaum irgendwie mal voranzutreiben. Weil durch unsere Jäger muss man das eigentlich gar nicht mehr selber machen. Ressourcenmäßig sind wir damit sehr gut ausgestattet. Gibt für mich im Moment tatsächlich gar keinen Grund, damit zu starten. In zwei Städten kann man auch Steine kaufen, okay. So. Oh, ey, wir haben damit auch die Quest erfüllt. Ah, und da sprach ich gerade vom Jagen. Wow, wir sollen Elche, Wisente und Bären jagen. Okay, ey. Puh, wo gibt's die denn? Wird einem das angezeigt? Ich bin bereit für eine echte Jagd heraus, für ein bogenverschiedenes Großwild. Nee, wird einem nicht angezeigt. Na gut, das braucht man aber erst, wenn man das Gebäudelimit über 35 zieht. Bis dahin sollten wir, das werden wir jetzt mit Sicherheit noch nicht machen, da sollten wir auf jeden Fall bessere Technik haben, bessere Bögen, bessere Pfeile, Bronze- oder Eisenpfeile und solche Geschichten. Das Spiel hört mir zu. Okay, prima, Leute. Wie spät haben wir es denn jetzt? 0.30 Uhr. Ich würde sagen, dann ist das jetzt der Moment, wo wir für heute aufhören. Und dann haben wir das nächste Mal, starten wir noch mit dem letzten Tag im Herbst, wo wir ins Dorf laufen, verkaufen. Bin schon wieder falsch. Sind ja jetzt zwei Häuser, in die ich falsch laufen kann. Mehr Übung, Chris? Also, das sagst du, Sniperfallen? Du hast wahrscheinlich heute nicht zugeguckt, ne? es braucht ein großes Schild über der Tür. Ja, genau. So, das... Ja, komm, lassen wir das auch mal hier. Das muss aber nicht ins Nahrungsmittellager. Das haben wir alles weg. Wir haben ja auch einen Knüppel, ne? Nahkampfwaffe, 20 Schaden. Ich weiß gar nicht, ob die so toll ist. Die... Puh, das können wir eigentlich in unsere Kiste mal packen. Ja. Den Eisenpfeil, den brauchen wir auch nicht mitschleppen, wenn wir den Bogen nicht dabei haben. Aber wahrscheinlich sollten wir den Bogen mitnehmen, fällt mir gerade ein. Wenn wir nämlich mit Alvin questmäßig wieder unterwegs sind, da könnte sein, dass nochmal so eine Bogenquest kommt. Könnte ich mir vorstellen. Insofern nehmen wir mal den Bogen wieder mit. Mache ich jetzt schon mal die Steinpfeile auch. Und bin am Überlegen, was wir hier lassen. Ja, ist schon okay. Den Knüppel, eigentlich brauche ich den Knüppel nicht. Hier können wir irgendwo wegschmeißen. Den können wir doch verkaufen. Das ist doch gut. Ja. Ja, ich würde sagen, das wäre es erstmal. Wir werden jetzt noch einmal schlafen. Und dann speichern. Und dann ist relativ klar. Oh, nebliges Wetter, wie es aussieht. Ja.